Den Frieden in Europa unzerbrechbar machen, das war die Losung der Ostpolitik von Willy Brandt. Und Wandel durch Annäherung, das war, könnt ihr euch erinnern, Egon Bahr. Das war in den 70ern. Damals begann die Ostpolitik. In meiner Generation ist es so, dass diese beiden Sätze sich eingebrannt haben. Man behält sie ewig, finde ich. Das gilt natürlich auch heute. Die Sätze gelten genauso. Wenngleich die Situation heute eine andere ist. Wir haben einen Frieden in Europa, der zerbrechbar ist. Man kann nicht mehr sagen, dass wir ihn nicht haben. Liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass ihr hier seid. Leider können wir den Saal nicht ganz voll machen. Ihr kennt die Regeln. Deswegen haben wir auch einen kleinen Stream gemacht. Das heißt, einige werden auch uns über die sozialen Medien sehen. Auch diese Menschen grüße ich herzlich. Ganz besonders begrüßen wir natürlich Matthias Platzek. Viele von euch werden sich erinnern. Ministerpräsident in Brandenburg und er war unser Vorsitzender. Schön, dass du hier bist, schön, dass du in Bremen bist, schön, dass du dich für uns Zeit genommen hast. Wir freuen uns auf einen informativen Abend und wir haben auch Zeit, ein bisschen mit Matthias zu diskutieren. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. Danken möchte ich vor allen Dingen Bernhard Oldix. Da sitzt er. Der hat hartnäckig daran gearbeitet, dass wir Matthias hierher kriegen, hat sich durchgesetzt und hat die ganze Arbeit gemacht. Wir haben alle nur zugeguckt und genießen diesen Abend jetzt. Vielen Dank. Heute, 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, stehen wir vor riesigen Aufgaben. Ihr kennt die. Die Beziehungen zu Russland sind auf einem Tiefpunkt. Man kann auch sagen, das politische Vertrauen ist so gut wie zerstört. Wir haben Autokraten, die in Europa Länder führen. Und wir haben in Europa kriegerische Auseinandersetzungen. Das haben wir in den 70er Jahren vielleicht nicht so gesehen. Wir haben Matthias Platzek eingeladen, damit er uns sagt, wie die neue Ostpolitik, so sein Buch, denn gehen soll. Ich habe ein bisschen gestöbert und ich finde Spuren wieder oder ich finde einen Pfad wieder, der, glaube ich, von Willy Brandt und von Egon Bahr gelegt ist. Ihr werdet das nachher an den Schlüsselwörtern hören. Deswegen glaube ich, ihr erkennt dann auch wieder, dass es eine Kontinuität hat in der SPD. Ich will aber auch noch auf die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit eingehen. Ganz kurz, wir haben einen globalen Klimawandel. Wir haben das Thema der weltweiten Migration und wir haben weltweit auch Terror. Das lässt sich nicht lösen, indem man nicht miteinander spricht. Das lässt sich nur lösen in einer sogenannten, und da kommen wir jetzt wieder zu Matthias, friedlichen Kooperation. Die Länder müssen miteinander kooperieren, sonst können wir die großen Lösungen nicht finden und Frieden erst recht nicht. Wir haben aus der Geschichte gelernt. Ihr kennt die drei Worte, nie wieder Krieg. Das geht aber nur, wenn wir die Verantwortung für eine friedliche Kooperation übernehmen. Wir müssen was tun. Wir können nicht auf andere warten. Der Weg ist heute weiter denn je, finde ich. Aber wir müssen ihn gehen. Wir müssen das Ziel erreichen, damit alle Menschen selbstbestimmt, friedlich und in einer intakten Welt miteinander leben können. Matthias wird jetzt kurz vorstellen, seine neue Ostpolitik. Danach werden wir diskutieren. Die Moderation übernimmt Sarah Gilewski. Sarah sitzt hier vorne. Sarah ist parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium und ist Bremer Bundestagsabgeordnete. Matthias, du bist dran. Lieber Bürgermeister, lieber Vorsitzender, liebe Sarah, liebe Frau Staatssekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns eben ganz kurz verständigt, wenn Sie einverstanden sind. Also es gibt ein Buch, es liegt ja hier auch, ich werde aber nicht lesen, sondern ich werde Ihnen
einfach versuchen, kompakt, so kompakt es geht, zu erzählen, was da drin steht, was mich bewegt hat, warum es das Buch überhaupt gibt und was ich mir vorstellen kann, wie wir vorgehen können, um diesen Scherbenhaufen vielleicht ein bisschen zu sortieren und was Besseres draus zu machen. Es gibt so ein Leitmotiv, außer Frank-Walter Steinmeier gibt es noch einen anderen Bundespräsidenten, den ich sehr schätze. Das ist Richard von Weizsäcker gewesen, der in seiner berühmten Rede, manchen wird sie noch erinnerlich sein, 1985, wo er zum ersten Mal, so lange hat es gedauert, bis man nicht mehr verschämt über Kapitulation im Zweiten Weltkrieg sprach, sondern von Befreiung vom Faschismus. Und das war Richard von Weizsäcker und er hat in dieser Rede gesagt, es hilft unendlich viel zum Frieden, nicht auf den anderen zu warten, sondern den ersten Schritt zu tun. Und das ist vielleicht immer das Schwerste überhaupt. Warten können wir alle, aber einen ersten Schritt tun. Ich komme nachher noch beim Thema, das ist ja schon angekündigt worden, Willy Brandt drauf. Den ersten Schritt zu machen, erfordert oft sehr viel Mut. Und meistens erntet man Unverständnis dann, wenn man ihn getan hat. Wir bewegen uns im Moment in einer Zeit, und das spüren wir ja alle, und Afghanistan hat das nochmal deutlich gemacht. Aber es ist nicht alleine, sind nicht alleine die Vorgänge in und um Afghanistan, die uns klar machen, dass es schwierige Zeiten sind. Wir haben so viele Flüchtlinge im Moment, die unterwegs sind auf dieser Welt, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Sowohl Binnenflüchtlinge als auch über Grenzen hinweg. Und nicht wenige von denen, um nicht zu sagen, die meisten haben ein Ziel bei ihren Bewegungen. Das Ziel sind wir im weitesten Sinne, also die Europäische Union. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber wenn ich sage schwierige Zeiten, dann bewegt mich auch, dass ich seit Jahren spüre, dass die Liebe oder das Bestreben, einen Kompromiss zu finden, egal in welchem politischen Bereich, gar die Liebe zum Kompromiss. Ich liebe Kompromisse, weil ich finde, dass sie die Seele demokratischen Zusammenlebens sind. Wenn man Kompromisse verabscheut, kann man Demokratie letztlich nicht realisieren. Und ich kenne auch alle Vorbehalte gegen Kompromisse. Dann wird immer gesagt, die sind so lauwarm, ist nichts Richtiges, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das stimmt. Genau das sind sie. Und ich sage mal, als naturwissenschaftlich geprägter Mensch, wenn ich mir unsere Körpertemperatur angucke, wir leben auch noch bei 37 Grad gut, bei 42 sind wir tot, bei 32 auch. Also wir leben total lauwarm und deshalb sollte man das überhaupt nicht verdammen. Ja, ist so. Und so ist es in allen Lebensbereichen. Ich meine, selbst eine Ehekrise können sie nicht heiß und nicht kalt lösen, sondern es wird dann auch immer ein bisschen irgendwie dazwischen sein. Ich finde, dass wir zunehmend weniger Ruhe und ja auch eine gewisse Gelassenheit haben, weniger Zeit zum Nachdenken, alles das, was man eigentlich braucht, um vernünftige Kompromisse zu finden. Und ich meine, wer heute politisch tätig ist, vor ein paar Jahren hatte man wenigstens noch ein bisschen Zeit. Heute muss man eigentlich die Antwort schon haben, bevor die Fragen gestellt sind. Es gibt überhaupt keine Karenzzeiten mehr, wo man zu vernünftigen Schlüssen und Lösungen kommen kann. Und das finde ich schon verrückt. Wenn wir bei den Besonderheiten unserer Zeiten sind, Wolfgang Ischinger hat bei einer Veranstaltung vor einer Weile gesagt, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dass heute die Situation explosiver ist, als sie im Kalten Krieg gewesen ist. Explosiver. Und wenn Ischinger das sagt, dann weiß er, wovon er redet. Der hat übrigens bei der vorletzten Sicherheitskonferenz als Leitmotiv gesagt, wir sind nur noch dazu da, um Scherben zusammenzukehren. Und das sind ja alles Resümees, wenn man sich das mal so vorstellt. Die müssen einen mindestens nachdenklich machen. Wir leben mit Sicherheit, der Russe Lukjanow, einer der begabtesten und besten Politologen, die dort tätig sind, sagte, wir leben am Ende der liberalen Epoche. Wir wissen nur nicht, wie die nächste aussehen wird. Wir haben ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das künftige Zusammenleben konfiguriert sein wird. Wir hatten bisher immer klare Bilder. Wir dachten, es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Wir merken jetzt, das hat Afghanistan noch mal ein bisschen verschärft, dieses Merken. Diese Richtung ist nicht mehr so eindeutig. Es reicht nicht mal mehr, eine Militäraktion von 20 Jahren mit Billionen von Dollar, die eingesetzt werden, um diese Richtung am Ende wirklich einzuschlagen. Also da müssen wir auch umdenken. Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat, hat gesagt, dass er Angst hat, dass wir in einer Situation sind, die ihn so ein bisschen an die Zeit 1911, 12, 13 erinnert. Wir denken die Konflikte auf der Welt nicht zusammen, wir führen sie nicht zusammen gedanklich und taumeln in eine Situation, und er sagt, genauso war es vor 100 Jahren auch. Plötzlich war der Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts da und alle haben die Hände gehoben und gesagt, das wollten wir gar nicht. Wir wollten ihn eigentlich gar nicht. Bis heute wird das ja überall besprochen
Und er sagt, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht wieder anfangen, entsprechend komplex die Sachen zu sehen, kann uns das wieder passieren. Ich sage das vor dem Hintergrund, eben fiel ja schon das Wort 30 Jahre. Wir hatten ja in den letzten 2 Jahren viel Gelegenheit, nochmal Revue passieren zu lassen. 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Friedliche Revolution. Ich durfte in dieser Zeit Vorsitzender der Deutschen Einheitskommission sein, von der Bundesregierung eingesetzt. Und wir haben intensiv 2 Jahre, Ziel dieser Kommission war, was ist schiefgelaufen, was könnte besser laufen. Aber natürlich haben wir auch bei vielen Anhörungen, bei unzähligen Debatten innerhalb dieser Kommission nochmal einen Rückblick gemacht, was ja bei so einem Jubiläum auch dazugehört. Und ich habe mich unter anderem erinnert, wie hoffnungsvoll, wie hoffnungsfroh wir förmlich damals gewesen sind. 1991 waren alle Türen nach vorne offen, die Grenzen fielen. Das Ende der Geschichte wurde in Büchern beschrieben. Und wenn ich heute mal so einen resignativen Moment habe, kommt bei mir nicht so häufig vor, aber ab und zu hat den ja jeder mal, dann nehme ich mir die Charta von Paris vor. Das ist ja das Kondensat der Stimmung damals von allen großen Staatschefs unterschrieben. Und wenn Sie das lesen, kommt es einem heute wie ein Märchenbuch vor, aus ganz vergangenen Zeiten. Da stehen solche Sätze drin wie Frieden für immer ist ausgebrochen. Es wird keine Gewalt mehr in den Beziehungen zwischen den Völkern angewendet werden. Wir werden alle Konflikte vernünftig und vernunftbegabt lösen. Und wir werden uns aufeinander zubewegen in eine offene, liberale, demokratische Gesellschaft hinein. Frieden für immer letztlich. Ich glaube, selten war die Hoffnung größer, gesamtgesellschaftlich gesehen. Denken Sie an die Schlagzeilen. Damals kam kaum eine Zeitung ohne das Wort von Gorbatschow vom gemeinsamen Haus Europa. Eine wunderschöne Vorstellung eigentlich aus. Alles Vergangenheit. Selten war die Hoffnung größer, selten ist sie heftiger und schneller enttäuscht worden. Ja, es stimmt, die Vermutung von damals, dass die Welt sich gravierend verändern wird, ist eingetreten. Nur die Richtung, in der wir gedacht haben, dass sie sich verändert, die ist eine völlig andere gewesen. Es klang eben auch schon an, wir brauchen heute, wenn wir autokratische Regierungsformen suchen, gar nicht mehr außerhalb der Europäischen Union zu gehen. Unvorstellbar vor einigen Jahrzehnten, noch völlig unvorstellbar. Aber wer heute zu unseren polnischen, ich war gerade da drüben, zu unseren polnischen Nachbarn geht, das hat nichts mehr mit Westminster-Demokratie irgendwie gemein, sondern das ist eine völlige, wenn Sie dort TVP1 gucken, also das staatliche polnische Fernsehen, das hat mich an DDR-Fernsehen bis 89 erinnert. Dort wird die Regierung gelobt, mal hält man das ja als Regierung bestimmt auch aus, aber von früh bis abends, die Medien sind im Wesentlichen, zumindest die Funkmedien, gleichgeschaltet. Der letzte Sender wird jetzt gerade noch durch ein Gesetz versucht, auch in den Mainstream reinzubringen. Und wenn Sie weiter ein bisschen runtergehen, mein Lieblingsland Ungarn, da ist es kein bisschen anders. Orbán hat seinen letzten Wahlkampf, da zog es einem die Schuhe aus, gemacht, völlig antieuropäisch. Das Feindbild auf überlebensgroßen Plakaten war Jean-Claude Juncker, damals ja noch Kommissionspräsident, und die Kanzlerin. Die waren die Feindbilder auf seinen Plakaten, das muss man sich alles mal vorstellen, und sind Mitglieder der Europäischen Union. Also da sind Entwicklungsprozesse in Gang, die vor 30 Jahren nicht intendiert waren. Aber es ist passiert. Wir haben also allerhand Fehleinschätzungen seinerzeit gehabt. Ich sage das, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir übrigens auch, dass wir einen völlig neuen Supermachtkonflikt bekommen, der sich jeden Tag deutlich herausschält. Das ist Russland-China. Wir haben seit wenigen Tagen, haben wir Deutschen eine indirekte Beteiligung. Wir haben das erste Kriegsschiff ins südchinesische Meer geschickt. Die Fregatte Bayern fährt dort unten, um Sicherheit des Schiffsverkehrs sicherzustellen. Wir sind also schon mit einem halben Fuß praktisch mit drinne in einem neuen, mit Sicherheit Großkonflikt. Und der wird kommen. Der ist eigentlich da, aber der wird sich klarer noch rausschälen. Ich sage das alles, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir über unsere Beziehung zu Russland reden, wie wir sie gestalten wollen, was die Ursachen und was die Wirkungen sind, können wir das nicht ohne den Kontext dieser Welt, wie die sich entwickelt, machen. Weil wenn, ich sag mal, ansonsten alles völlig easy wäre, könnte man zu anderen Schlussfolgerungen kommen, als wenn es so ist, wie es derzeit ist und man das mit berücksichtigen muss. Vielleicht gestatten Sie mir 2, 3 Anmerkungen, damit Sie auch wissen, warum ich, was mich treibt und wo ich herkomme und warum ich das mache, weil sich mit Russland beschäftigen, ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Also weder im Inland noch nach draußen hin ist es ja nicht so, dass man da pausenlos auf die Schulter geklopft bekommt. Ich bin an der Kliniker Brücke in Potsdam groß geworden, quasi unter Russen. Das konnte ich mir nicht aussuchen. Die Kliniker Brücke ist die Grenzbrücke zwischen West-Berlin und Potsdam.
Linie war genau, kann man heute noch sehen, die weiße Linie. In der Mitte auf der einen Seite standen die amerikanischen Soldaten, waren alliierter Übergang, auf der anderen Seite die Russen, auf der Seite wohnte ich. Und wenn um einen rum Russen sind, über uns wohnten sie, neben uns war die Kommandantur und, dann prägt das natürlich. Christa Wolf würde sagen, das sind Kindheitsmuster, denen kann man gar nicht entkommen. Das sind Gerüche, das sind Laute, das sind Menschen, das sind Verhaltensweisen. Zu Kindern waren sie immer sehr, sehr, das war nicht, längst nicht ubiquitär verbreitet, dass sie nette Besatzer waren, überhaupt nicht, aber zu Kindern waren sie auf jeden Fall sehr nett und das hat natürlich Wirkung hinterlassen. Danach hat das nicht aufgehört. Ich hatte dann Glück mit einer Lehrerin, die uns Jungs, also wer Lehrer ist, man hat immer Glück mit Lehrern, aber manchmal noch mehr als das normale Glück. Und die hat uns Dinge beigebracht, die weit über den Sprachunterricht hinausgingen. Die hat uns Malerei nahegebracht, Musik, russische Literatur und sowas prägt dann auch. Es sind heute noch sowjetische Filme wie Leuchte mein Stern, Leuchte und Kalina Krasnaya, die zu meinen Lieblingsfilmen gehören, weil es unheimlich poetische und schöne Filme sind. War dann auch zum Praktikum in der Sowjetunion. Und dann, als wir wieder vereinigt waren, nahm das kein Ende, wenn es auch ein bisschen anders konnotiert war. Wenn man dann so, der Bürgermeister weiß das, in Ministerpräsidentenrunden oder Parteivorstandssitzungen sitzt, es gibt immer einen letzten Termin, der heißt, den letzten Punkt, der heißt Termine. Und dann werden Termine unter den Anwesenden verteilt und dann muss man so ein bisschen gucken. Wenn es nach Paris geht zu einer Konferenz, wollen sehr viele und nach London auch. Und wenn dann kam, da ist irgendwas in Russland ein Seminar, dann treten sich die Köpfe immer um und haben gesagt, da sind die Buchstaben so komisch, geh du mal hin. Und so bin ich dann ohne eigenes Zutun Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe, Bundesrat, Föderationsrat geworden. Übrigens bezeichnenderweise seitdem immer Ostdeutsche, jetzt ist es Manuela Schwesig. Hat sich nie einer drum geprügelt um diese Freundschaftsgruppe. Und so ist es dann halt geblieben bei dieser Orientierung. Ein zweiter Punkt, der mich da geprägt hat, sind zwei Menschen. Der eine war Manfred Stolpe, manche von Ihnen kennen den Namen noch, der Gründungsministerpräsident unseres Landes, der mir schon am Tag meiner Abdankung in den Ohren lag, Manfred konnte das immer hervorragend, gesagt hat, der hatte immer Angst, dass irgendwas anderes in meinem Leben jetzt kommt und hat gesagt, du musst sofort Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums werden, und zwar ab morgen, weil wir kommen in schwierige Zeiten und wir müssen sehen, dass wir nicht uns völlig entfremden. Und er hat mich da förmlich reingetrieben und das war auch gut. Wir haben im letzten Gespräch vor seinem Tod, wenige Wochen vor seinem Tod, auch noch sehr intensiv darüber gesprochen. Er war im Kopf noch völlig da und hat, inzwischen waren ja die schwierigen Zeiten angebrochen, die er damals 2013 schon vorausgesehen hat. Und er hat gesagt, hör auf keinen Fall auf und lass da nicht nach. Und der zweite, von dem ich viel lernen durfte, gerade in seinem letzten Lebensjahrzehnt, war Egon Bahr. Egon Bahr hatte Zeit seines Lebens noch ein Büro im Parteihaus, im Willy-Brandt-Haus. Aus dem dampfte es immer aus allen Türritzen raus, weil er war der Einzige, der, obwohl es gar nicht zulässig war, rauchen durfte, weil er ohne Rauchen wahrscheinlich keine 2 Stunden überlebt hätte. Und ich habe viel von ihm mitnehmen dürfen. Und wir haben auch die letzte Moskau-Reise zu Michail Gorbatschow zusammen gemacht. Er wusste nicht, dass es seine letzte ist, hatte aber eine Vorahnung. Er hat an dem Abend 2015 eine unheimlich eindrucksvolle Rede im Hotel Baltschuk. Da hätten sie, der Saal war rappelvoll, sie hätten eine Stecknadel fallen hören. Es gab nur 2 Redner, Michail Gorbatschow und Egon Bahr. Und sie haben, also es ist schon irre, wenn jemand 95 Jahre alt ist, völlig fit im Kopf und alles überblicken kann, ganz andere Dimensionen, ganz andere Relationen hat und uns dann praktisch mit ganz viel Werf auffordert, nie zu vergessen, wo er sagte, er hat Angst, dass das langsam vergessen wird, dass der wichtigste Punkt der Friedenserhalt ist. Er sagt, wir kümmern uns inzwischen um ganz viele Dinge, aber dass das der Kern von allem ist, das gerät langsam, weil eben glücklicherweise bei uns lange keine Erfahrung mit Kriegen mehr war, gerät das so ein bisschen aus dem Fokus. Und er sagt, lass das nicht aus dem Fokus raus, das kann böse enden. Und Egon Bahr hat mir auch so ein paar Lehrsätze, wenn Sie so wollen, mitgegeben. Dazu gehört, dass es keinen Frieden auf diesem Kontinent ohne oder gegen Russland geben wird, aber auch, dass Russland auf dem Kontinent unverrückbar liegt. Das klingt lapidar, aber er meint damit, wir können es uns nicht aussuchen. Das größte Land der Erde ist unser Nachbar und wir müssen damit irgendwie klarkommen und wir müssen damit irgendwie umgehen. Und das Dritte, was ich mir tief verankert habe und was auch immer wieder sich als wahr erweist, braucht man jetzt nur auch wieder nach Afghanistan gucken,
hat gesagt, 2012 war das, war er ja auch schon über 90, glaubt mir, alten Mann, hat er zu jungen Leuten gesagt in Heidelberg, man wird euch in der Ausbildung jetzt viel erzählen als Politologen oder was sie da werden wollten, dass es um hehre Werte geht, um ganz hohe Dinge und alles ganz außergewöhnliche menschliche Fragen. Es wird nur um drei Dinge gehen im Leben, wenn er politisch tätig werden wird. Interessen, Interessen und Interessen. Alles andere könnt ihr in die zweite Schublade tun. Weil ihr werdet immer dabei hängen bleiben bei diesem ersten Punkt, dass es um Interessen geht. Und Joe Biden hat gestern in seiner Rede ganz klar gesagt, es ging im Wesentlichen um amerikanische Interessen dort. Und mehr hatte er gar nicht vor und mehr wollte er auch nicht. Und das war in Vietnam schon nicht anders und das war auch zu anderen Zeiten nicht anders. Vielleicht noch ein kleiner Erklärsatz oder Vorsatz, weil es mir ja gestern das letzte Mal passiert ist, wird mir auch jetzt wieder passieren und ich will es wenigstens erklären. Es wird dann immer gesagt, wenn du über Russland redest oder diskutierst, ist das zu russlandnah. Kann man auch sagen, zu russlandfreundlich. Ich sage ja, diesen Vorwurf, dem setze ich mich aus und das stimmt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich an Russland nichts zu kritisieren hätte. Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten als zivilgesellschaftliche Organisation mit wiederum sehr vielen Zivilgesellschaftlern in Russland zusammen und denen wird es eklatant schwer gemacht, keine Frage. Ich sage auch dort immer in Podiumsdiskussionen, wenn eine Gesellschaft in Schwierigkeiten ist, was die russische eindeutig ist, hat soziale und andere Gründe, dann sollte man Mut zur Zivilgesellschaft haben. Angst ist der falsche Ratgeber. Leider ist jetzt, die stehen ja kurz vor der Duma-Wahl, da werden alle Daumenschrauben, das ist jedes Mal leider vor Duma-Wahlen so angezogen, ganz Gutmeinende, sage ich mal, selbst zivilgesellschaftliche Organisationen werden ins Abseits geschoben. Also ich habe genug zu kritisieren, auch außenpolitisch. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, in einer offenen Gesellschaft, wenn die sich eine Meinung bilden will, in einem schwierigen Thema, ist es nötig, dass man beide Seiten, Egon Bahr hat immer gesagt, Perspektivwechsel ist der Kern dessen, was wir machen müssen. Man muss immer auch die Tischseite wechseln und gucken, mich interessiert und hat immer interessiert, warum reagieren die Russen, wie sie reagieren? Warum sehen Sie die Welt, denselben Gegenstand, den wir beleuchten, komplett anders, manchmal 180 Grad, völlig diametral? Warum handeln Sie, wie Sie handeln? Wenn man das nicht mehr versucht zu ergründen, dann hat man aufgegeben. Deshalb finde ich auch, dass das Wort Versteher inzwischen als Schimpfwort, es wird ja nicht nett gemeint, wenn jemand sagt, du bist ein Russlandversteher oder so, das wird ja immer negativ praktisch gemeint. Das ist eigentlich verrückt, aber es ist so und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, denn zu Russland-kritischen Sichten gibt es keine Marktlücke. Da kann man jeden beliebigen Sender zu jeden beliebigen Tageszeiten anmachen, kann jede Tageszeitung in Deutschland aufschlagen und wird rund um die Uhr, manchmal auch ein bisschen drüber informiert, was alles kritisch zu sehen ist. Und wenn Sie aber die andere Frage beleuchten wollen, dann wird es dünner, um nicht zu sagen, es wird sehr dünn. Und neulich mich ein WDR-Redakteur danach angesprochen, völlig, der wusste genau, was ich meine, sagte, nee, kannst du auch erfahren, du musst nur bis Mitternacht aufbleiben. Dann kommen durchaus mal Sendungen, wo du auch mal die andere Seite sehen kannst. Der wusste genau, was ich meinte und hat das auch sehr selbstironisch praktisch gesagt. Mich treibt bei dem Ganzen, dass ich fest davon ausgehe, dass es keine zwei Völker gibt, das sage ich ganz bewusst, die so eng verwoben sind wie das Russische und das Deutsche über Jahrhunderte, fast über 1000 Jahre, mit ungeahnten Höhen in Kultur, in den vorhin erwähnten Bereichen. Also es gibt jetzt so ein dickes Literaturwerk von Wissenschaftlern, die auf 800 Seiten aufgeschrieben haben, dass es die deutsche Literatur bis in die Jetztzeit so gar nicht gäbe, ohne die enge Verflechtung und die Einflüsse aus der russischen Literatur. Kann man in der Malerei ganz genauso sehen und anderswo. Und wir haben ungeahnte Tiefen. Also der Krieg, allein der Zweite Weltkrieg mit 27 Millionen Toten auf sowjetischer Seite. Tiefer geht es nun zwischen Völkern wirklich nicht mehr. Und es ist der brutalste Vernichtungskrieg, da sind sich alle Historiker einig, den die Menschheitsgeschichte bisher gesehen hat, der dort stattgefunden hat. Wir haben also etwas, was danach war dann trotzdem Vergebung möglich. Da ist irgendwas, was uns noch viel tiefer verbindet, als dass es selbst durch sowas nicht kaputt zu machen ist. Das ist schon was sehr Außergewöhnliches. Das ist auch nicht restlos erklärbar. Und das ist, Russland ist ja sowieso für viele, hat was mit der Größe zu tun, hat was mit dem unendlich vielen Wald zu tun und auch mit der Geschichte, manchmal auch mit der Sprache oder den Buchstaben. Churchill hat mal gesagt, Russland ist für ihn ein riesengroßes Geheimnis, umgeben von einem noch größeren Mysterium. Und da sieht man ja, was
so gedacht wird und gefühlt wird, wenn es um Russland geht. Andere sagen, Russland kann man nicht erklären, nicht verstehen, Russland, an Russland muss man glauben. Der zweite Mann der russisch-orthodoxen Kirche, der Metropolit Hilarion, hat mal auf einer Veranstaltung auf der Hohenzollernburg 300 Jahre Zarengeschlecht Romanow und Kaisergeschlecht Deutschland, die Hohenzollern, am Ende gesagt, er merkte in der Debatte auch, dass es weiterhin Unverständnis gibt, in der Tiefe Baden-Württembergs dann sowieso noch in Teilen. Und hat dann gesagt, ja, ich weiß. Und hat das auf 5 Worte, also Franz Müntefering, sprech, kann man sagen. Russland ist anders, Deutschland auch. Und in diesen 5 Worten war eine ganze Menge Wahrheit letztlich auch drin. Wenn ich daran glaube, und ich glaube daran, dass wir uns brauchen, die Frage kann man ja sehr unterschiedlich beantworten, sie wird auch unterschiedlich beantwortet. Wenn man sagt, wir brauchen uns nicht, Russland kann man abhaken, hat was mit wirtschaftlicher, nicht so hoher Relevanz zu tun und mit vielen anderen Dingen, kommt man natürlich zu anderen Schlüssen. Ich halte das für falsch, will das auch kurz und knapp nachher noch sagen. Wenn man aber denkt, wir brauchen uns und wir müssen irgendwie wieder zueinander finden, dann muss man sich, glaube ich, auch der Mühe unterziehen, wenigstens holzschnittartig und in der Punktuation zu sagen, was ist eigentlich passiert. Vor 30 Jahren waren wir schon zusammen. Es war Honigmond. Wir haben gedacht, jetzt ist es gelaufen, jetzt kann nichts mehr passieren. Und jetzt ist es inzwischen fast schlimmer, als es vorher gewesen ist. Und das muss ja Ursachen haben. Und wenn man sich die nicht anschaut, dann wird man auch nicht zu den Schlussfolgerungen kommen, wie es besser werden kann. Und es gibt vielleicht 2 Komplexe, könnten Sie alles hier drinne finden, will ich jetzt auch nicht so auswalzen. Einmal, was passiert in Russland selber und wie sehen wir das und was ist zwischen uns und Russland passiert und wo ist da was schiefgegangen. Zu den Dingen, die in Russland selber passiert sind, will ich es mal mit einem Punkt belassen. Wenn wir allein die 90er Jahre sehen, die werden bei uns immer konnotiert. Das war die Einführung der Demokratie, das war die Einführung der Marktwirtschaft, die Privatisierung der maroden Sowjetwirtschaft. Und wir sagen das immer mit positiven Gefühlen, weil wir sagen, das war eine gute Phase unter Jelzin. Wenn Sie sowas in Russland auf dem Podium sagen, wenn Sie Glück haben, ernten Sie Unverständnis, meistens aber heftigen Widerspruch. Es gab jetzt zu 30 Jahren Auflösung der Sowjetunion eine Umfrage vom einzigen freien Meinungsforschungsinstitut. Die haben die Perioden mal abgefragt. Stalin, Brezhnev, Jelzin, Putin und so weiter. Wie habt ihr euch gefühlt? Wie erinnert ihr das? Wie war das Leben? Die Jelzin-Zeit ist auf dem letzten Platz gelandet, weil diese 10 Jahre sind für die meisten Russen mit einem Trauma verbunden, mit einer ganzen Summe von Traumata. Und wenn man sich vorstellt, ich war ja damals auch relativ häufig drüben, wenn Sie gesehen haben, was mit diesem Land in kürzester Zeit passiert, dass die Staatlichkeit verloren geht, der ist zerbröselt, der Staat, dass Renten und Gehälter, öffentliche Gehälter nur noch manchmal gezahlt wurden, aber längst nicht mehr immer, dass 98 die Währung zusammengebrochen ist und das, was an Ersparnissen da war, so gut wie entwertet wurde. Wenn Sie das alles erleben, ich möchte mir das bei uns mal vorstellen, dann würden Sie auch nicht danach sagen, und das war eine tolle Zeit. Ich habe Debatten im Kopf, wo mir auch liberal gesinnte Russen gesagt haben, wenn ich da von unseren jungen Errungenschaften aus Ostdeutschland, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter erzählt habe, gesagt, das ist alles schön und wichtig ist es auch, aber noch lieber wäre mir, ich wüsste, wie ich am Monatsende meine 3 Kinder satt kriege. Darüber könntest du auch mal reden. Und ich sage mal, das wird immer so sein. Das wird auch künftig so sein. Brecht hat ja mal etwas drastisch gesagt, erst kommt's Fressen, dann die Moral. Und deshalb darf man heute sich darüber nicht erheben und sagen, ihr müsstet das eigentlich schöner finden. Sie finden es bis heute nicht schön. Hat übrigens viel dazu beigetragen, dass Putin lange Zeit, das bröselt jetzt, lange Zeit so einen eklatant guten Stand hatte. Weil er hat aus diesem ganzen auseinanderdriftenden Land wieder ein Land gemacht, hat Perspektive gegeben, hat die Finanzen einigermaßen stabilisiert, wenn auch nur auf Rohstoffbasis und. Und das haben die Leute gesagt, das ist erstmal das, was mich berührt. Ich brauche meine Kinder nicht mehr wegschicken, die haben hier eine Perspektive im Land. Und ich sage mal, wenn Sie sich heute Städte wie Moskau, Jekaterinburg oder Petersburg angucken und haben die vor 30 Jahren gesehen, dann wissen Sie, dass das auch optisch seinen Ausdruck gefunden hat. Also es ist ja nicht nun ein ganz dunkles Land. In Russland, Moskau hat jetzt gerade in dem Städte-Ranking, was sind die lebenswertesten Großstädte Europas, den 4. Platz belegt, hinter London und Paris. Also da hat sich, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen, da hat sich halt viel getan. Der zweite Punkt, den wir nie richtig berücksichtigen, dass in der russischen Gesellschaft mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da fragt man sich ja, warum sagen dann noch immer noch dort viele, dass das schade ist, dass die zusammengebrochen ist. Da ist auch der Supermachtstatus verloren gegangen. Das heißt, eine Gesellschaft, die materiell den Boden verliert, aber auch noch ideell. Es
gibt ja diese russische Taxifahrergeschichte, der da sagt, unter Brezhnev ging es uns beschissen, aber im Weltraum, im Sport, im Militär, wir waren überall ganz vorne und die Ersten und konnten auf irgendwas stolz sein. Unter Jelzin ging es uns wieder so schlecht, aber wir waren weg. Als Land waren wir von der Landkarte verschwunden. Kein Mensch hat mehr ein Stück Brot von uns genommen und das darf man nicht vergessen. Und wenn man dann aus so einer Situation rauskommt, dann ist es nicht unnormal, dass man erstmal nationalistischer wird. Natürlich werden diese Klaviaturen dann bedient. Und ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen, da könnte man stundenlang drüber reden. Der russische Staat, die Staatsführung hat dann einen Deal mit der russisch-orthodoxen Kirche gemacht. Weil sie merkten, es zerläuft. Man hat ja gesehen, Tschetschenien und anderswo gab es Bestrebungen, sich selbstständig zu machen. Es gab Jahrhunderte eine Klammer über dieses monströs große Land. Das war das Zarentum. Danach gab es 70 Jahre die KPDSU und plötzlich gab es nichts mehr. Und es gab noch eine Institution, der man das zugetraut hat. Und das war die russisch-orthodoxe Kirche, weil die überall vertreten war. Der Deal hat ein paar Bestandteile. Verkürzt gesagt, ihr kriegt in jeder Stadt zwei neue Kirchen, sieht man auch, steht überall. Und ihr dürft auf die Familienpolitik Einfluss nehmen und ihr haltet uns dafür dieses Land zusammen. Und das, wenn die russisch-orthodoxe Kirche, ich will da keiner Glaubensrichtung zu nahe treten, aber als evangelischer Christ, sage ich mal, das hat mit meinen Vorstellungen von Gesellschafts- und Familienpolitik überhaupt nichts zu tun. Und das spürt man auch in der russischen Gesellschaft, dass der Einfluss da ist. Und eine russisch-orthodoxe Kirche wird bei der gleichgeschlechtlichen Ehe niemals auch nur ein Schrittchen in eine Richtung machen. Und das sollten wir aber alles mit im Kopf haben, wenn wir uns zu schnell über das, was in der russischen Gesellschaft im Moment vor sich geht, vielleicht so ein bisschen Nase rümpfen. Es ist alles nicht unbedingt schön, aber es hat Gründe. Und ich glaube, um bei dem Thema gleichgeschlechtliche Ehe zu bleiben, in Deutschland war das ja vor 20 Jahren auch noch nicht so, dass nun alle jubelnd zugestimmt haben. Die Kanzlerin hat, wenn ich richtig erinnere, auch jetzt im Bundestag noch nicht zugestimmt. Also es gibt schon, kulturell brauchen Gesellschaften meistens Generationen, wenn sie sich in irgendeine Richtung entwickeln wollen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Ich lasse es bei den Dingen, die in Russland waren, was ist zwischen uns passiert, beziehungsweise was ist schiefgegangen. Fangen wir mit dem schönen Thema, weil es gerade wieder modern ist, Sanktionen an. Ich habe mir schon 2014 den Mund verbrannt, weil ich gesagt habe, das ist bei den Russen, man muss ja auch immer angucken, wen man sanktioniert, der falsche Weg. Ihr werdet eher eine Trotzhaltung ernten und zwar bis zum Verhungern eher eine Trotzhaltung. Außerdem konnte ich mir, ich bin Ingenieur und brauche immer klare Bilder, ich sage, wenn man so eine Sanktion verfügt, muss man ein Ziel haben, das muss klar formuliert sein, eine Ausstiegsbedingung, wie man wieder rauskommt und der Weg muss klar aufgezeichnet sein. Dann habe ich danach in Debatten, gab es dann Bilder, also ich fasse das mal zusammen, in drei, das erste war sowieso Makulatur, der Putin sieht das ein, irgendwann wird er es einsehen. Ein russischer Präsident wird nichts einsehen. Das ist, die haben eine viel archaische Politikwahrnehmung als wir, Augenhöhe, Mann zu Mann, das sind alles so Dinge, die da eine Rolle spielen und das die Annahme, ein russischer Präsident könnte ins Fernsehen gehen und sagen, durch die Sanktionen habe ich gelernt, dass ich einen Fehler gemacht habe, ist so irrwitzig. Außerdem wäre er am nächsten Tag nicht mehr Präsident. Die Sicherheitsdienste würden ihn sofort wahrscheinlich rausnehmen. Das Modell, das war schon ein bisschen heftiger debattiert, gerade auch bei unseren Nachbarn. Da ging es darum, das übersteht der politisch nicht, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse, das dachte man ja damals, werden durch die Sanktionen so massiv zu sozialen Problemen führen, dass der ja abgewählt wird oder beziehungsweise neuer kommt. Da haben kluge Russen, die auch in der Meinungsforschung tätig sind, gesagt, seid mal vorsichtig. Übrigens, selbst der Levada-Chef hat so einen Satz gesagt, Putin ist liberaler als 80% seiner Landsleute. Das müsst ihr merken. Das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich einen viel nationalistischeren Präsidenten, wenn der gestürzt ist und keinen westlicheren, keinen demokratischeren, weil dafür gibt es im Moment in Russland keine absehbare Mehrheit und auch keinen wirklichen der da eine Wahl gewinnen könnte. Also auch das sollte man zumindest zu Ende überlegen. Und der dritte Punkt, der kam vorwiegend aus den Denkschulen der USA, weil das dort in den Thinktanks immer eine Rolle spielt. Russland ist eigentlich zu groß und ein Stück filetiert ist es besser zu behandeln. Also man ging davon aus, diese Sanktionen wird die Russische Föderation nicht überstehen. Und da kann ich nur sagen, auch das ist aus meiner Sicht, kann man vielleicht, wenn man auf der anderen Seite vom Atlantik sitzt, denken. In Europa sollte man das nicht denken. Russland ist, was wir immer vergessen, die zweitgrößte Atommacht der Welt. Die haben auf ihrem Territorium 6200 Atomsprengköpfe liegen, gut verteilt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Föderation sich auflöst, ein paar Atomsprengköpfe kriegen die Tschetschenen, ein paar kriegen die Jakutier, ein paar kriegen die Baschkiren,
Pakistan sehen wir jeden Völkerrechtsbruch nach und beschimpfen sie nicht. Selbst, dass sie die Taliban unterstützen. Weil wir wollen, dass dieser Atomstaat stabil bleibt und nicht zerfällt in irgendwelche Einzelteile. Bei den Russen sagen wir, dann soll doch die Föderation verfallen und dann hat jeder 100 Atomsprengköpfe und dann gucken wir mal, was passiert. Ich möchte da auf jeden Fall nicht dabei sein. Zweiter Punkt, ich bin immer noch bei Missverständnissen. Übrigens ist mir, will ich nicht nur am Rande merken, bei einer Kriegsendefeier in Stalingrad, also heute im Volgograd, damals in Stalingrad, ein ganz natürlich betagter Kriegsveteran mit Uniformjacke und allem drum und dran. Da waren die Sanktionen gerade frisch 2015. Hat mir dann während der Feierlichkeit gesagt, weißt du, ich verstehe euch überhaupt nicht. Wir haben damals im Zweiten Weltkrieg verhungert, wie wir waren, Granaten gedreht und Panzer gebaut, haben die stärkste Wehrmacht der Welt geschlagen, haben den Krieg gewonnen. Glaubt ihr, dass wir mit den Sanktionen uns in irgendeine Richtung kriegt? Wird euch nicht gelingen. Guckt euch an, wen ihr sanktioniert. Und der war 95 Jahre, das hat bei mir ganz schön gesessen, weil auch solche Dinge muss man mit beachten, wenn man Politik macht. Der amerikanische Verteidigungsminister hat vor 3 Tagen gesagt, dass das in Afghanistan so schief gegangen ist, hat ganz viel damit zu tun, dass die Amerikaner sich selber, meint er auch, also seine Truppenteile, sich nie um die Mentalität der Afghanen wirklich gekümmert haben, sich nie um die Strukturen, sich nie mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Und dann hat er zusammengefasst, wir haben Afghanistan nie verstanden. Und deshalb ist das auch so in die Krütze gegangen. Und das sollten wir auch nicht nur auf Afghanistan anwenden. Länder haben ihre eigene Historie, haben ihre eigenen Traditionen, haben ihre eigenen Religionen und. Und die spielen im täglichen Leben viel mehr eine Rolle, als wenn wir von draußen kommen und sagen, ihr müsst das jetzt mal anders machen. Deshalb sind ja auch fast alle Soldaten der afghanischen Armee schon längst wieder bei ihren Stämmen gelandet und gehen in die Milizen rein und machen irgendwas. Das hat alles nicht genutzt, was wir ihnen so von außen erklären wollten und für gut befunden haben. Zweites Missverständnis, Thema Dankbarkeit. Wenn Sie zum 30. Jahrestag Auflösung, Fall des Eisernen Vorhangs und so weiter, auf Veranstaltungen in Russland waren, kriegen Sie immer wieder entgegengehalten, ihr könntet uns ein bisschen dankbarer sein. Deutsche Diskutanten gucken dann immer ein bisschen unverständlich. Die Russen haben das alles nicht vergessen. Die sagen, ohne Gorbatschow hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben. Ihr habt das schon wieder ins Gard gedrückt. Damals haben Margaret Thatcher und François Mitterrand noch vehement dafür gekämpft, dass es keine 2 Deutschlands geben soll. Und nur George Bush Senior und Michael Gorbatschow haben sich dafür eingesetzt. Und Gorbatschow hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt dafür. Die Russen sagen, über den Tisch gezogen worden im Kaukasus und anderswo. Und letztlich ist er darüber auch gestürzt, kurze Zeit danach. Das war mit ein Baustein daran, dass es ihn dann nicht mehr gegeben hat. Dieses Risiko ist er eingegangen. Ein zweiter Dankbarkeitsgrund, den haben wir auch völlig vergessen, mehrheitlich zumindest. Aber die Russen nicht. Die sagen, wir haben von 91 bis 94 eine 500.000 Soldaten und Zivilangestellte vorbedingungslos abgezogen. Die größte militärische Aktion im Frieden, logistische Aktion. Die sind teilweise ins Nichts gekommen, die abgezogenen Truppen, weil sie sind aus der Sowjetunion rausgegangen und sind gekommen in unterschiedlichste Länder. Plötzlich mussten sie nach Georgien, in die Ukraine, ins Baltikum, was ja gar nicht ihr Land praktisch gewesen ist, von materiellen Notständen mal abgesehen. Ich war bis zu seinem Tode mit dem Befehlshaber der Westgruppe der russischen Streitkräfte in Deutschland befreundet, der hat mir von heftigen Debatten erzählt in den Generalstäben und beim Militär, die gesagt haben, wir haben diesen Brückenkopf in Europa mit 27 Millionen Toten bezahlt und ihr verschenkt den einfach weg. So gucken ja Militärs die Welt an. Und auch das wird übrigens Gorbatschow angerechnet, dass er dazu nie einen Vertrag gemacht hat, dass er über NATO-Nachzug, Raketenabwehr nie was aufs Papier geschrieben hat. Und das führt heute dazu, dass seine Beliebtheit zwischen 5 und 10% liegt, was wir uns kaum vorstellen können. Aber es wird dort im Land so gesehen. Uns hat Michael Gorbatschow mal gesagt, dass das für ihn, es wird ihm Naivität unterstellt und sonst was alles, eigentlich ein undenkbares Ding war, das vertraglich zu regeln, weil er sagt, die Stimmung 90, 91, ich habe es vorhin kurz angerissen, war so, die Militärblöcke werden sowieso bald aufgelöst, wir wären alles eins. Und er sagte, in so eine Stimmung rein zu sagen, jetzt will ich das aber mal alles hier auf schwarz auf weiß haben, wäre ihm fast schofelig vorgekommen. So, und nun haben wir heute die Situation, dass man kann das ja anders empfinden, wir sind ein Verteidigungsbündnis, die NATO, die Russen sehen das aber als eine feindliche Annäherung. Und wenn man sich die Landkarte der letzten 20 Jahre anguckt, ist die Annäherung sukzessive bis an die Grenzen halt passiert. Und da sagen die Russen, das ist das Gegenteil von dem, was wir damals erhofft und erwartet hatten.
Der amerikanische Raketenabwehrschirm kommt noch dazu. Der John F. Kennan, einer der besten amerikanischen Analysten der Außenpolitik und auch Macher, der war nicht nur Analyst, der inzwischen längere Zeit schon gestorben ist, hat vor seinem Tod noch gesagt, er befürchtet, dass die NATO-Osterweiterung, so wie sie passiert ist, einer der schlimmsten Fehler der amerikanischen Außenpolitik gewesen ist. Und wenn das Kennan sagt, der sich vielleicht am besten auskennt, dann muss man das schon ernst nehmen, weil er sagt, das hat die Sicherheit nicht erhöht, sondern hat sie wahrscheinlich eher gefährdet, diese Art und Weise. Übrigens, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wir denken ja immer, dass alles, was an Verschlechterungen der Beziehung ist, Putin anzulasten ist. In den 90er Jahren war Jewgeni Primakow Ministerpräsident unter Jelzin. Ein sehr, sehr kluger Mann, ein guter Nahostfachmann, begnadeter Politiker. Und der war gerade auf dem Weg über den Atlantik mit dem Flugzeug zum Staatsbesuch in die USA. Und da erreicht ihn im Flieger die Nachricht, dass die NATO begonnen hat, Belgrad zu bombardieren. Da ist er im Flugzeug verrückt geworden. Er hat gesagt, uns hat keiner informiert, keiner hat mit uns geredet, keiner hat uns gefragt, Serbien ist unser Brudervolk, serbisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe Kirche und so weiter. Und ihr bombardiert einfach Belgrad. Und ich erfahre, dass hier oben in der Luft, hat seinen Piloten angewiesen, es nennt sich unter außenpolitisch Beschlageneren die Primakow-Schleife, die er dann über den Atlantik gedreht hat, flog sofort so, hat den Staatsbesuch abgesagt, ist nach Moskau geflogen und hat zusammengefasst gesagt, ihr könnt mich mal. Also die Scherben sind viel früher angerichtet worden. Wir haben Russland nicht ernst genommen. Wir haben gedacht, Russland ist für immer verschwunden. Obama hat das mal überspitzt, ist in Moskau auch super angekommen. Ich war an dem Tag gerade im russischen Außenministerium, als der Spruch von Obama über den Atlantik kam, Russland ist doch nur noch eine Regionalmacht. Was Schlimmeres kann man Russen mit ihrem Selbstverständnis? Man kann es denken, aber sagen kann man es nicht. Und dort wurde gesagt, na, die Antwort werdet ihr bald hören. Und wir wissen ja, was für eine Entwicklung da war und die Antwort haben wir gehört. Dritter Punkt der Missverständnisse, beklagte doppelte Maßstäbe. Sie finden kaum einen Diskutanten an den Russen, der nicht irgendwo anführt, dass wir doch scheinbar mindestens zwei Maßstäbe hätten. Das heißt, zwei tun das Gleiche, aber es kommt, wird unterschiedlich bewertet. Sie kriegen fast immer, also die Kernfrage dieser Maßstäbe, obwohl sich das aufteilt in ganz viele Punkte, man wird ja immer empfindlicher, die auch, und die schreiben dann alles auch genau hin, ist der Irakkrieg. Die sagen, ja, ihr habt uns wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, so what ist eure Sicht, kann man so sehen, mit Sanktionen überzogen. Ist dann so. Als 2003 die Amerikaner auf der Basis einer Lüge, wie der Außenminister Paul selber später zugegeben hat, den Irak überfallen haben mit Zehntausenden Toten, mit der Destabilisierung einer ganzen Region, die Flüchtlingsbewegung haben ja da unter anderem ihre Ursachen, habt ihr im Bundestag festgestellt, das ist eine flagrante Verletzung des Völkerrechts. Ihr macht das nicht mit. Welche Sanktionen hattet ihr damals gleich gegen die USA verhängt? Die Frage hat bis heute keiner, kann auch keiner beantworten. In Brüssel gab es mal auf einem Podium einen leitenden Beamten, der hat dann so ein bisschen verschämt, der war ja auch in der Defensive, dachte, ja, es sind halt die USA. Das war die Antwort. Kann man nicht. Das ist natürlich für uns, wir verstehen das. Ein Russe sagt, nee, ist für mich keine Antwort. Entweder oder. Völkerrechtsverletzung ist Völkerrechtsverletzung. Und man kann den Kosovo anführen, man kann ganz viele Dinge. In der Nawalny, als Nawalny hier alle Schlagzeilen bestimmt hat, kamen die Russen mit den Drohnen der Amerikaner, weil die haben ja immer auch ein Gegenargument. Und haben gesagt, unter Obama, UNO-Zahlen, keine Russen-Zahlen, sind 3.500 Menschen ohne Gerichtsverfahren mit amerikanischen Drohnen weltweit erschossen worden. Im Jemen, in Pakistan, wo die Drohnen überall fliegen. 600 davon, man kann bei ein paar noch sagen, das waren Terroristen, obwohl auch denen eigentlich, es ist nicht völkerrechtskonform, ohne Prozess, jemanden aus der Luft in einem Land, wo kein Krieg herrscht, zu erschießen. Aber in den UNO-Papieren steht auch, dass 600 Menschen zu Tode gekommen sind, die nur zufällig auf der Straße waren, die also in der Nähe standen oder im Haus wohnten oder was auch immer. Und dann fragen die Russen, welche Empörung, welche Schlagzeilen sehe ich denn? Im Bundestag ist es ja mal diskutiert worden, der Tenor dort war, ich glaube, die Linken hatten das beantragt, der Tenor war, ist auch nicht schön. Das war dann so, also finden wir auch nicht in Ordnung, ist auch nicht völkerrechtskonform, aber es findet halt statt und dann ist es so. Und da darf man sich nicht wundern, wenn dann Russen sagen, ihr habt irgendwie, man kann ja jetzt, Sie haben es vielleicht gehört, in Guantanamo hat gerade ein Prozess begonnen, der schon fast wieder beendet ist, weil man jetzt anfängt, gegen jemanden zu prozessieren, der 2002 etwas verbrochen haben soll. Das wird nicht mehr funktionieren, das wissen auch alle. Aber wenn Sie die Geschichten jetzt nochmal lesen, was mit denen passiert ist, dass die in Käfigen gesessen haben, angekettet, Wochen, Monate und Jahre, ohne Prozess, 18 Jahre in so einem Gefängnis.
Ich stelle mir manchmal vor, wenn die Russen das gemacht hätten oder machen würden, was da bei uns los wäre. Man muss ja immer die Relation sehen. Es ist eben ein bisschen zweischneidig. Lassen Sie mich noch einen vierten Punkt sagen. Der ist vielleicht ein bisschen persönlicher und vielleicht finden ihn manche auch nicht so wichtig. Ich glaube schon, dass Gedenkpolitik und Umgang mit der Vergangenheit für die Zukunft, für die Gegenwart und für die Zukunft eine hohe Relevanz hat. Ich bin in Minsk, in Weißrussland, eben nicht in Russland, Kuratoriumsvorsitzender des Johannes-Rau-Zentrums. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Wir machen Umweltpolitik, Sozialpolitik, wir machen Gedenkpolitik, wir betreiben eine Geschichtswerkstatt im ehemaligen jüdischen Viertel in Minsk. Wir kümmern uns um vergessene Vernichtungslager, dass sie wieder als Gedenkstätte hergerichtet werden und, und. Im Moment haben wir es sehr schwer, weil Lukaschenko lässt nirgendwo mehr irgendwo auch nur ein bisschen Luft. 2015 zum Kriegsende-Jubiläum haben wir eine Gedenkreise in Weißrussland zu so ein paar Gedenkstätten gemacht. Und abends kommen wir zurück und da kommt die Nachricht drüber, dass die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident, damals Jochen Gauck, gerade Grenze niedergelegt haben, aus eben diesem Anlass in Oradour in Frankreich. Oradour, werden viele von Ihnen kennen, ist der Ort in Frankreich, der von der Waffen-SS dem Boden gleichgemacht wurde, wegen Resistanzverdacht. Die weißrussischen Freunde, mit denen wir unterwegs waren, sagten dann abends, als sie das sahen, wir finden das sehr in Ordnung, dass eure beiden Obersten an diesem Tag, an diesem Ort gedenken. Aber wir haben trotzdem die Frage, wir haben in dem kleinen Belarus, also ist ja vorgelagert vor Russland, die Wehrmacht ist zweimal durch, einmal hin und einmal zurück, 629 Orte, die genau das Schicksal von Oradour erlitten haben. Teilweise noch grausamer, weil Waffen-SS und Wehrmacht waren im Ostfeldzug noch deutlich, deutlich fieser als im Westen Europas. Dort sind die Menschen in Scheunen getrieben worden, in Kirchen getrieben worden, die wurden dann angezündet, das Dorf wurde dem Boden gleich gemacht. In keinem dieser 629 Orte, Sie sagten dann etwas sarkastisch, kennt ihr wahrscheinlich auch alle gar nicht, war jemals jemand von euch und hat einen Kranz, also von den staatlichen, jetzt sage ich mal, Verantwortungsträgern und hat da einen Kranz niedergelegt. Und dann kam die Frage, die mich halt bei diesem Thema beschäftigt, haben wir Opfer erster und Opfer zweiter Klasse? Die Frage wurde uns gestellt und die muss man auch, zumindest, da gibt es verschiedene Dinge. Übrigens bin ich sehr, sehr froh. Ich habe die Rede jetzt immer bei. Opfer erster und zweiter Klasse. Der Bundestagspräsident hat abgelehnt, was ich ein Unding finde, zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion eine Gedenkstunde zu machen. Schlimmster Vernichtungskrieg, wie gesagt, der Menschheitsgeschichte. Gesagt, das ist für ihn kein Anlass. Glücklicherweise ist Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, an demselben Tag nach Karlshorst gefahren. Das ist die Stätte, wo die Kapitulation unterzeichnet wurde. Und hat dort eine sehr, sehr denkwürdige Rede gehalten, wo er zwei Dinge nochmal ganz klar gemacht hat, damit die nicht langsam verrutschen in der Wahrnehmung. Er hat gesagt, wir haben der Opfer im Osten bis heute nicht angemessen gedacht. Das ist ja schon mal ein Satz, der hoffentlich dann auch Folgen hat. Und zweitens, die Rote Armee hat ohne Wenn und Aber die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges getragen und niemand anderes. Wir kriegen ja so eine Verschiebung, wenn Sie medial in den letzten Jahren sehen, wie die Landung in der Normandie im Juni 1944 begleitet wird, kriegt man so ganz langsam das Gefühl, das war der entscheidende Punkt im Zweiten Weltkrieg und von da an ist der Zweite Weltkrieg entschieden worden. Völlig ins Gard gedrückt wird dabei, dass die Schlacht vor Moskau, die Schlacht von Stalingrad, die größte Panzerschlacht, die es jemals gegeben hat bei Kursk, 1943, ein Jahr schon vorher, die haben den Zweiten Weltkrieg entschieden und Churchill hat Anfang des Jahres 1944 gesagt, wenn wir nicht bald die zweite Front eröffnen, gewinnen die Russen den Krieg noch alleine. Also man war schon unter Druck. Und das heute so darzustellen, als wäre das anders gewesen, hat Ursachen, keine Frage, aber ich halte es für schwierig und deshalb bin ich Frank Steinmeier sehr dankbar, dass er das klipp und klar dort nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Wie kommen wir raus aus der Misere? Vorhin fielen, was Wunder, die Namen Brandt und Bahr. Und ich weiß dann auch, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Aber man darf ja aus der Geschichte was lernen. Und wenn ich an das Jahr 68 denke, wo die Sowjetunion mit dem Warschauer Pakt zusammen den Prager Frühling brutalstmöglich niedergeschlagen hat, da haben Willy Brandt, Bahr und andere auch zusammengesessen, überlegt, wie reagieren wir jetzt? Heute wäre die Reaktion klar, Sanktionen und nochmal eine Sanktion und noch eine Sanktion drauf. Und sie haben damals gesagt, praktisch sich entschlossen zu einer paradoxen, antizyklischen, wie sie es nennen wollen, Reaktion, die eigentlich keiner erwartet hat, dass sie die Hand ausgestreckt haben, dass sie wenige Wochen nach diesem brutalen Akt in Prag und in der ganzen Tschechoslowakei
ist Egon Bahr nach Moskau gefahren und hat die Verhandlungen zum Grundlagenvertrag begonnen. Und die Vorbereitung für die Konferenz für Frieden und Sicherheit in Helsinki, die haben ja damals begonnen. Maxime war, wenn wir das einfach weiter laufen lassen, wird der Dritte Weltkrieg immer näher kommen. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, und Willy Brandt hat gesagt, das sind eben so Momente, wo man sein Herz in beide Hände nehmen muss und über die Hürde werfen muss. Man weiß nicht genau, ob es klappt. Das weiß man nie in solchen Situationen. Aber man muss es versuchen. Und meine Damen und Herren, wenn Angela Merkel recht hat, und ich glaube, an der Stelle hat sie recht, die hat bei ihrem vorletzten Moskau-Besuch vor einem Jahr gesagt, es gibt kein dringendes Problem auf dieser Welt. Klimawandel, Flüchtlingsbewegung, Terrorabwehr, Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten und. Sie hat 5, 6, 7 aufgezählt. Und keins davon, hat sie gesagt, werden wir ohne Russland wirklich bearbeiten oder lösen können. Wenn das aber stimmt, ich glaube, dann müssen wir uns auch endlich, sage ich mal, bemühen, die Kernforderungen der Russen wenigstens zu bearbeiten. Ich will noch gar nicht mal sagen, dass wir sie gleich lösen. Die Kernforderungen hat Putin 2001 formuliert, als er seine Rede im Deutschen Bundestag in deutscher Sprache gehalten hat. Und die lautete damals, baut mit uns eine Sicherheitsarchitektur, die uns mit einbezieht, uns Russen mit einbezieht. Natürlich kam auch alles auf Augenhöhe und so, also das, was Russen wichtig ist. Wir kommen auf die Rede wurde von allen Fraktionen mit stehenden Ovationen bedacht. Später haben mal russische Politologen gesagt, die ist gehalten worden, beklatscht worden, in die Schublade gelegt worden und nie mehr beachtet worden. Heute sagt man selbst in Brüssel und vielleicht auch schon in Washington, vielleicht hätte man sich diese Frage etwas näher angucken müssen, weil die ist die Grundlage des Übels. Putin hat 6 Jahre später wieder eine Rede gehalten. Das war dann in München auf der Sicherheitskonferenz. Die ist eingegangen in die Geschichte als die Wutrede von Putin. Da hat er nur gesagt, Kinder, da nichts in der Richtung passiert, sondern das Gegenteil passiert. Ich sage nur, amerikanischer Raketenabwehrschirm. Da ist ja, weil Obama ja immer ein bisschen friedliche Stimmung haben wollte, hat er ja gesagt, das ist nicht gegen euch Russen gerichtet. Dann haben die Russen gesagt, weil die ja auch nicht dumm sind, na gut, wenn es gegen den Iran gerichtet ist, das war damals so die Stoßrichtung, dann machen wir mit und dann stellen wir das Ding im Kaukasus auf, weil das ist militärstrategisch viel günstiger, als wenn es in der Tschechei oder in Polen steht. Inzwischen hat man gesagt, nein, es war natürlich gegen euch gerichtet. Das heißt, er wünscht sich eine Sicherheitspartnerschaft und kriegt diesen Raketenabwehrschirm. Mehr Gegenteil geht nicht. Und deshalb glaube ich, wir müssen ganz intensiv uns darum jetzt kümmern, und wir müssen auch eine nächste Helsinki-Konferenz vorbereiten. Die Welt hat sich völlig auseinanderentwickelt. Sie ist völlig anders strukturiert, als wir noch bei der Charta von Paris angenommen und unterstellt haben. Das war ja die letzte Konferenz dieses Charakters. Und wir stehen vor mindestens so großen Herausforderungen wie 75, als die Helsinki-Konferenz stattgefunden hat. Braucht mindestens 4, 5 Jahre Vorbereitung. Aber wir müssen beginnen. Warum sage ich das? Weil dann kommen wir ja wieder dazu, wo wir ausgegangen sind. Warum brauchen wir uns? Ich glaube, wenn man 20 Jahre weiter guckt, wird man sehr deutlich erkennen können, dass die Welt auf dem Globus werden sich zwei Pole rausbilden. Der eine wird jeden Tag deutlicher. Das wirtschaftliche Schwergewicht wird in Asien liegen. Da weist auch die Maus keinen Faden mehr ab. China gemeinsam mit Vietnam, Japan, wenn man das zusammendenkt, Korea, wird der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt sein. Da werden die Warenströme, laufen sie ja heute schon, wir merken ja schon, wenn ein chinesischer Frachthafen geschlossen wird, dann steht hier gleich die Welt still. Das wird also passieren. Außerdem sind die viel innovativer und hungriger. Wir sind ja als Gesellschaft dagegen eher ein bisschen gemütlich geworden, also wenn ich das Tempo da in diesen Ländern sehe. Der zweite Pol werden die USA bleiben, das ist auch ganz klar. Militärisch werden sie weiterhin sehr, sehr stark sein. Vielleicht nicht mehr so überlegen wie heute noch, aber sehr, sehr stark, und die meisten Finanzströme werden auch mit abnehmender Tendenz über die Wall Street weiterlaufen. Und die Frage, die offen ist für diese Entwicklung, wird es einen dritten Pol geben? Und da sagt man in Brüssel immer sehr fröhlich, ja, den gibt es schon, das sind wir. Und da habe ich zumindest ein paar Bedenken. Ich will noch mal einen Punkt nennen, und deshalb glaube ich nämlich, wir brauchen uns. Wenn man sich anschaut, eine der Hauptherausforderungen, Klimawandel, sagen wir haben Antworten. Wasserstoffwirtschaft, Elektromobilität und. Alles ist richtig. Aber den nächsten Schritt, haben wir eigentlich die Ausgangsprodukte dafür, um das dann auch zu realisieren? Haben wir die vielen seltenen Erden? Haben wir die vielen seltenen Metalle, die wir brauchen, um Wasserstoffwirtschaft und Elektromobilität also flächendeckend zu installieren? Klaus Töpfer, der ehemalige Umweltminister, sagte neulich in der Debatte, die wir hatten, vielleicht haben wir nicht mal genug Wasser, um Wasserstoff herzustellen, weil das ja Unmengen
dann braucht, wenn die gesamte Wirtschaft auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Die Russen übrigens im Erzgebirge, ich war jetzt gerade zu einer Veranstaltung in Dresden vor ein paar Tagen, die fangen im Erzgebirge an, wo ja früher mal Silber und sowas abgebaut wurde, nochmal in den alten Bergwerken schon nachzuschauen, ob nicht noch irgendwas da liegt, was wir verwerten könnten. Die Russen haben das alles im Übermaß. Die Chinesen haben das längst entdeckt. Die kaufen nämlich langsam vom Osten her Bergwerke, Bergrechte, Schürfrechte und sonst was alles auf. Und ich frage mich manchmal, meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, wie kurzsichtig sind wir eigentlich? Wir schieben Stück für Stück, ist ein Prozess, der dauert mindestens eine Generation, aber wir sind voll dabei. Die Russen nach China. Die Russen sagen uns übrigens selber, keine Liebesheirat, die mögen die Chinesen eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn es nicht anders geht, sie haben jetzt die erste gemeinsame Militärübung gehabt, es wären die ersten Leitungen. Es gab bisher nicht mal Leitungen zwischen Russland und China, die werden jetzt gebaut. Sie fangen an, ihre Wirtschaft zu verzahnen. Ich fände es verheerend, wenn die zweitgrößte Militärmacht der Welt mit der größten Wirtschaftsmacht in Spee der Welt zusammengeführt werden, dann könnte es sein, dass wir sehr schnell ganz alleine hier auf unserem kleinen Europa ohne Rohstoffe stehen. Und ich möchte das verhindern. Und deshalb bemühe ich mich darum, wenigstens einen kleinen Mosaikstein dazu beizutragen, dass wir ab und zu mal mit scharfem Blick dahinschauen, was unsere Interessen eigentlich sein müssen und wie wir dann mit diesen Interessen umgehen müssen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank, Matthias. Ich glaube, das war ein ganz toller Einstieg auch in die Veranstaltung. Und ich finde das auch sehr gut, dass du zwei Dinge nochmal hervorgehoben hast. Zum einen auch die Tatsache, dass der Begriff Versteher mittlerweile so negativ konnotiert ist und auch, dass das Thema Kompromiss und Konsens, da sagen ja viele Leute, das kann man nicht mehr ohne den Begriff faul sagen, hinterher setzen, aber ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was wir in der Außenpolitik und gerade auch im Verhältnis mit Russland und viel mehr brauchen und das Thema verstehen. Ich finde, das hast du sehr plastisch gemacht, hat viel auch damit zu tun, dass man sich in die Lage hineinversetzt, wie auch eine politische Kultur funktioniert und wie auch da bestimmte Mechanismen ineinander greifen. Jetzt ist es so, wenn man so eine Veranstaltung moderieren möchte, dann macht man sich im Vorfeld immer ganz viele Gedanken, die man dann stellen möchte. Und wenn es gut läuft, hat man dann einen so tollen Referenten wie dich, der dann eine so großartige Rede hält, dass man in der Zeit schon sehr fortgeschritten ist und man bei allen mitbekommt, dass sie sich selber auch ganz viele Fragen überlegt haben. Deswegen würde ich gar nicht so viel von meiner vorbereiteten Moderation machen, sondern würde relativ schnell in das Gespräch auch mit dem Publikum kommen. Ich hätte aber trotzdem eine Frage, die mich tatsächlich bei diesem Thema auch immer wieder beschäftigt und die ich auch sehr wichtig finde. Eine Sache, die ich sonst auch aufgegriffen hätte, hast du schon vorweggenommen. Ich glaube, wir haben viel auch damit zu tun. Ich bin gebürtig in Köln aufgewachsen. Für mich war alles, was östlich was östlich der deutschen Grenze war, das war irgendwie sehr, sehr weit weg. Da habe ich es ehrlich gesagt in meinen Jugendjahren nie hingeschafft. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das ist vielleicht auch nochmal ein spezifisches Problem meiner Generation, die ja noch die letzte ist, die vielleicht mit der deutschen Teilung ein Stück weit groß geworden ist. Aber das hast du, glaube ich, auch mit dem Hinweis auf die Ministerpräsidentenkonferenz sehr deutlich gemacht, dass wir da, glaube ich, auch eine Leerstelle haben. Es fällt uns vielleicht manchmal viel leichter, uns in unsere westeuropäischen Nachbarn hineinzuversetzen, weil einfach die Beziehungen auch viel enger sind, auch über persönliche Kontakte. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, den wir, glaube ich, immer noch viel stärker pflegen müssen, hier auch persönliche Begegnungen zu schaffen. Und da finde ich auch, das, was so in Bremen auch angestoßen wird, dass es einzelne Stadtteile gibt, die sich darum bemühen, Partnerschaften auch mit Russland aufzubauen, war und finde ich sehr wichtig. Die Frage, die ich aber gerne stellen würde, ist, du hast es auch mit angesprochen, dass wir ja auch innerhalb der Europäischen Union, innerhalb Europas auch auch große Schwierigkeiten damit haben, mit den Entwicklungen, die wir sehen in Polen, in Ungarn, aber auch in anderen Staaten. Und natürlich sind die auch in ihrem Verhältnis zu Russland ja nicht ganz einfach aufgestellt. Also ich habe gerade für Polen auch persönlich eine große Empathie, weil meine Familie
ursprünglich mal aus Polen nach Deutschland gekommen ist, wo die Angst vor Russland einfach ja auch eine sehr plastische ist. Und die Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, ist, wie nehmen wir diese Ängste, gerade wenn wir Russland mit dieser radikalen Offenheit, so würde ich es mal zusammenfassen, die du propagierst, entgegentreten und dann zu einem Dialog gemeinsam kommen? Also ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme, mit denen wir auch innerhalb der Europäischen Union konfrontiert sind. Ich würde nicht sagen, dass wir diese Ängste, die zum Teil historisch begründet sind, zum Teil auch nachvollziehbar sind, zum Teil nicht, sage ich vielleicht gleich noch ein Wort dazu. Wir nehmen diese Ängste aber sehr ernst in der Europäischen Union, weil man muss ja ganz nüchtern mal sagen, dass fast der größte Teil unserer Außenpolitik Richtung Russland von diesen Ländern mit geprägt wird. Also du wirst nicht erlebt haben in den letzten Jahren, dass irgendwie die europäische Außenpolitik etwas gemacht hat, wo die baltischen Länder und Polen nicht, sage ich mal, die waren, die vorher gefragt wurden, können wir das... Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat vor 2 Jahren mal einen Vorstoß gemacht, der war nicht abgestimmt. Und zwar hat er gesagt, er hält es für falsch, aus geopolitischen und geostrategischen Erwägungen Russland immer weiter wegzuschieben. Und hat ja, wirst dich vielleicht erinnern, Putin sogar auf seine, was ja eine besondere Ehrerbietung ist, in seine Sommerresidenz eingeladen damals und wollte ihn wieder in den G7-Club zurückholen. Er ist nicht von ohne 2 Wochen später in Warschau gewesen und hat Abbitte geleistet, weil der Protest war so riesig, wie kann man den Russen entgegenkommen, und er ist dann nach Warschau gefahren. Da sieht man also, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wenn ich gesagt habe, Ängste nachvollziehen und nicht nachvollziehen, ich sage nochmal den Punkt, ich lasse mal das Baltikum weg, da komme ich gleich nochmal ganz kurz zu. In Polen hatte ich mal ganz große Hoffnung. Ich bin auch sehr viel, sie haben ein direktes Nachbarland und wir haben als Brandenburg 6 Partnerwoiwodschaften und da habe ich mich viel rumgetrieben in den vergangenen 30 Jahren, haben Twinning-Projekte gemacht vor 2004 und. Ich hatte ganz große Hoffnung, als Putin und Donald Tusk sich getroffen haben, vor ungefähr 11 Jahren, an den Gräbern von Katyn, wo ja Zehntausende polnische Intellektuelle, Offiziere und so ermordet wurden und die sowjetische Propaganda immer gesagt hat, das waren die Nazis. Und Putin hat die Archive geöffnet und die Wahrheit gesagt und hat gesagt, das waren wir. Das war der NKWD, also der russische Geheimdienst, hat sich mit Tusk an den Gräbern getroffen, hat um Vergebung gebeten und die beiden haben sich umarmt. Und da habe ich gedacht, weil mir beide Länder sehr am Herzen liegen, prima, jetzt sind wir einen ganz großen Schritt nach vorne gegangen. Dann kam dieser Flugzeugabsturz, manche werden sich erinnern, mit dem Präsidenten Kaczynski und vielen anderen. Und danach ist, und da wird es dann für mich nicht mehr rational, danach ist in Polen durch die PiS-Partei eine Welle entstanden, wo man dann plötzlich gesagt hat, das waren die Russen und alles sowas, obwohl die Russen Staatstrauer gemacht haben, als das Flugzeug ab und. Also es ist auch abstrus aus meiner Sicht, weil alle Fakten weisen auf was anderes hin. Aber inzwischen ist eine so tiefe antirussische Stimmung in den letzten Jahren entstanden, dass man gar nicht mehr weiß, wie man rational irgendwie das wieder auflösen soll. Was ich von den Russen erwarte und was sie nicht tun, ist, da komme ich jetzt zum Baltikum, aber natürlich auch Polen gegenüber. Wenn man ein so überlegener Nachbar ist, also die Größenverhältnisse kann man gar nicht vergleichen, wenn man sich auf der Landkarte anguckt, wenn man einmal mit dem Auto richtig Gas gibt, denkt man, ist man durchgefahren. Ne? Wenn man ein so riesiger Nachbar ist, wirtschaftlich, militärisch, politisch überlegen, ist man in der Pflicht, Vertrauensarbeit zu leisten. Vertrauensarbeit ist politisch mit das Schwierigste, was man machen kann. Da gehören wirtschaftliche, militärische, politische und gesellschaftliche und andere Aufgaben dazu. Und man muss ganz viel Geduld haben, weil Vertrauen verschwindet ganz schnell, aber man kriegt das nicht in 1-2 Jahren wieder gebacken. Ich habe so die Feststellung gemacht, wir haben ganz oft in Russland darüber diskutiert, wir haben gemeinsame Runden gemacht. Ich habe den Eindruck, das liegt nicht in der russischen Genetik. Nach dem Motto, der entgegenkommendste Satz ist der, wir tun denen doch nichts. Also nach dem Motto, dann müssen sie ruhig sein jetzt so. Vielleicht, ich habe da ein bisschen Hoffnung auf die nächste Generation, das ist noch sehr sowjetisch gedacht.
Müssen wir gar nicht. Wir müssen uns um Softpower, müssen wir uns gar nicht kümmern. Ne? Ich glaube, das wird aber nötig sein, weil auch wenn die Ängste teilweise irrational sind, im politischen Raum muss man Ängste ernst nehmen, sie sind ja da. Und dann kann man nicht sagen, du brauchst keine Angst haben, das hilft nicht. Ne? Ich meine, genauso ist es ein bisschen umgekehrt. Wir sagen auch den Russen, vor der NATO braucht ihr doch keine Angst haben, wir sind Verteidigungsbündnis. Man muss also wirklich da offen sein und sagen, wir müssen lernen, mit klugen Verfahren, mit diesen Vorbehalten und Ängsten, Aversionen ja teilweise und Abneigungen umzugehen. Weil ich halte das, was da zwischen Polen und Russland in den letzten 7, 8 Jahren läuft, für sehr, sehr gefährlich. Mhm. Das kann irgendwann ins Irreparable abdriften und da müssen wir was machen. Auf der anderen Seite sage ich mal trotzdem, aus den Gründen, die ich jetzt nicht wiederholen will, die ich vorhin genannt habe, ich würde mir wünschen, dass europäische Außenpolitik auch ein Stückchen klarer eigene, Jean-Claude Juncker hat vor seiner Abdankung gesagt, wir Europäer müssen noch lernen, unsere Interessen klarer selber zu formulieren. Die schneiden sich an vielen Stellen, überschneiden sich an vielen Stellen mit denen der USA, aber längst nicht an allen. Und wir müssen auch die anderen Bereiche, die USA haben keine Interessen mit Russland, weder wirtschaftlich noch sonst was groß. Und deshalb sagen sie, weg damit, wir haben das aber. Ne? Und das müssen wir, glaube ich, auch lernen. Und da müssen wir auch mit unseren baltischen und polnischen Freunden reden. Das darf nicht alles nur blockiert werden. Aber da muss man eben auf verschiedenen Ebenen sehr klug vorgehen. Aber nochmal, ich sage auch in Russland immer, wir werden nie wieder zu Bismarck zurückgehen. Bismarck, damals war man der Meinung, Berlin und Moskau machen was aus und dann ist Ruhe. Wir werden nie wieder über die Köpfe von Riga, Tallinn, Warschau hinweg Politik machen. Das müssen die Russen auch lernen. Das fällt ihnen schwer. Ja. Ja, vielleicht wäre ja auch ein Ansatz, dass sich die Europäische Union auch tatsächlich über eine europäische Außenpolitik auch innerhalb, es ist natürlich eine ganz große Herausforderung jenseits von nationalen Befindlichkeiten, da haben wir natürlich auch noch einiges zu klären, aber vielleicht ist das ja auch tatsächlich ein Langfristziel, was man zumindest mal formulieren sollte. Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Klar, zu dem, was innereuropäisch geht? Beschäftige mich ja auch viel mit. Wir haben einen Prozess im Moment laufen, seit 5, 6 Jahren deutlicher geworden. In Polen stärkerer Nationalismus, eben beschrieben. In Ungarn ein von Viktor Orban selbst verkündeter Illiberalismus. Ich weiß übrigens nicht, was eine illiberale Demokratie, die er aufbauen will, was das am Ende wirklich sein soll. Wir haben im Osten Deutschlands eine auf den ersten Blick unerklärliche, wie wir an den Umfragen merken, Nichtzufriedenheit, sage ich mal vorsichtig, weil die korreliert nicht mit materiellen und finanziellen Verhältnissen, es ist eher was Kulturelles. Und da haben Leute wie Stephen Holmes und Ivan Krastev, die ich beide für mit die Besten halte, die solche Prozesse untersuchen, neulich in einem Buch geschrieben, diese Prozesse haben alle unterschiedliche Richtungen, aber vielleicht eine ähnliche Ursache, die da in Osteuropa laufen, nämlich, die haben analysiert, wenn man nach 1990 die westlichen Gesellschaften waren die Sieger, überhaupt keine Frage, das Gesellschaftsmodell hat gewonnen. Die Erwartung war, ihr müsst das jetzt alles dort genauso machen wie bei uns. Und das haben die übersetzt, die beiden. Wir haben erwartet, der Westen hat erwartet, dass die jetzt ein Imitat werden, dessen, was im Westen schon da ist. Wenig eigene, also konnten aus eigenem Gefühlslagen, aus eigener Mentalität, aus eigener Geschichte wenig mit einbringen. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Die haben gesagt, wer gezwungen ist, ein Imitat zu werden, wird über kurz oder lang unglücklich. Und das Unglück sucht sich dann unterschiedliche Wege. Und diese Analyse fand ich, das war zum ersten Mal, dass ich eine gefunden habe. Die haben das natürlich auf vielen Seiten unterlegt. Wo man vielleicht einen Ansatz findet für etwas, was wir bisher für unerklärlich halten, nach dem Motto, wir schenken euch die Demokratie und unterstützen euch mit EU-Geld und ihr macht so einen Quatsch. Ne? Und da könnte aber was liegen. Ich muss immer an die Einheitskommission damals, 1990, denke ich, war in der Volkskammer in der letzten, ersten frei gewählten und letzten Volkskammer, wo irgendwann dann mal nachts der Satz, ich glaube, vom damaligen Kanzleramtschef Schäuble fiel, Kinder, jetzt ist mal gut, wir bezahlen den ganzen Laden, aber jetzt ist auch mal, jetzt reicht's, ne? Jetzt muss es mal vorangehen hier. Verständlich, menschlich verständlich, aber da liegen vielleicht so Ursachen für das, was wir heute beklagen. Ja, interessante Perspektive. Ich habe gesagt, ich würde es jetzt sehr schnell öffnen und deswegen würde ich jetzt auch gerne Wortmeldungen entgegennehmen. Ich würde einfach vorschlagen, wir sammeln immer so 2 und dann gucken wir, dass wir da ins Gespräch miteinander kommen. Bitte?
Ja, dann bitte hier und dann Andreas Bovenschulte. Ja, ich wollte mich vorstellen, ich bin Barbara Heller von dem Verein Deutsch-Russische Friedenstage, der vor 2 Jahren hier in Bremen gegründet worden ist. Und wir bemühen uns um Kontakte zu russischen Bürgerinnen und Bürgern. Wir versuchen, freundschaftliche, friedliche Beziehungen als unser Grundprinzip in die Öffentlichkeit zu bringen und versuchen auch, mehr Verständnis zur Geschichte zu vermitteln und solche Sachen. Ich selber konnte Anfang Juli teilnehmen an der Städtepartnerkonferenz in Kaluga. Da war ich sehr froh. Es gibt ja über 100 Städtepartnerschaften zwischen russischen und deutschen Städten. Bremen hat leider keine. Und unser Verein wünscht sich auch sehr, und wir haben auch eine ganze Menge Unterstützung in der Zivilgesellschaft, dass Bremen auch eine solche Partnerschaft bekommt. Ich würde mich total freuen, wenn Sie uns dabei auch unterstützen würden. So, ich habe in Kaluga mit Martin Hoffmann gesprochen und der sagte, es wäre so wunderbar. Bremen ist so eine tolle Stadt und ich würde mir so wünschen, dass es eine Partnerstadt in Russland gibt. Und das waren auch meine Erfahrungen dort. Ich, immer wenn ich das angesprochen habe in einigen Workshops, konnte ich da auch zu Wort kommen, sind Menschen nachher auf mich zugekommen, teilweise sprachen sie gut Deutsch, teilweise brachten sie einen Dolmetscher mit und haben gesagt, wir würden uns so freuen, von russischer Seite wünschen wir uns nichts sehnlicher als das in dieser schwierigen Zeit, wo es so hakt auf der oberen Ebene, dass dort wirklich Brücken gebaut werden auf der Ebene der Städte, der Regionen, und Sie kennen ja sicher dieses Wort von der Urban Diplomacy, das dort immer wieder genannt worden ist. Also wenn die oben Schwierigkeiten haben, müssen die unten das in die Hand nehmen. Und da würde ich mich total freuen, wenn wir da Unterstützung bekommen würden. Unser Bürgermeister ist ja hier. Ich hoffe, er hört das alles und hört es auch gerne und unterstützt auch diese Bemühungen, die es ja gibt. Es gibt ja, wie Sie auch gesagt haben, in einzelnen Stadtteilen schon Begegnungen und Austausche. Aber es wäre einfach toll, wenn es eine richtige Städtepartnerschaft gäbe. Vielen Dank. Ja, da habe ich ja intuitiv die richtigen Wortbeiträge zusammengefasst. Ja. Ich wollte gar nicht was anderes sagen, weil jetzt gehe ich natürlich auch darauf ein. Also es ist ganz klar, dass Städtepartnerschaften, Urban Diplomacy, eine wichtige Rolle spielen können. Neben der zentralstaatlichen. Wer wüsste das besser als wir in Bremen? Wir haben die erste Städtepartnerschaft mit einer osteuropäischen Großstadt gehabt, 1975, Hans Koschnick mit Danzig. Und das war damals richtig ein bewegendes Ereignis. Das war ja nicht einfach nur eine lokale Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit der nationalen Politik und hat sicherlich eine ganze Reihe von positiven Auswirkungen hat und passte natürlich auch in die Ostpolitik. Und genauso haben wir von unseren zahlreichen Städtepartnerschaften das an ganz vielen anderen Orten, ob das Durban ist, ob das Izmir ist und ob das viele andere sind. Es gibt bloß eine ganz zentrale Sache dabei. Man kann Städtepartnerschaften, wenn sie wirklich was bringen sollen, nicht von oben gründen, sondern sie müssen durch eine ganz starke Bewegung von unten getragen werden. Sonst macht man eine Städtepartnerschaft und macht noch eine und dann kommen die nicht richtig zum Tragen und nicht richtig zum Fliegen, sondern dann verkümmern die langsam. Und wir müssen bei einer großen Zahl unserer Städtepartnerschaften einfach feststellen, die waren schon mal lebendiger, als sie jetzt sind. Die werden dann häufig von einer schwindenden Zahl von Aktiven getragen, die dann immer mehr Anforderungen darauf richten, dass die staatlichen oder kommunalen Strukturen, Städtepartnerschaft natürlich, die kommunalen Strukturen dann die Partnerschaft tragen. Und wenn man dann erlebt, wie sich diese Städtepartnerschaften in Bremen entwickeln, dann sagt man sich, man muss sich sehr, sehr genau überlegen in dieser Situation, ob und wo man noch eine zusätzliche macht. Das ist ja heute Abend nicht das erste Mal, dass ich darauf angesprochen werde. Meine grundsätzliche Sympathie aus politischen Gründen ist auch ganz klar, aber ich habe immer gesagt, neue Städtepartnerschaften in Bremen, wenn wir in vielen Bereichen kriselnde Städtepartnerschaften haben, da
Das kommt nur in Betracht, wenn wir wirklich eine ganz, ganz starke Bewegung haben, die so etwas trägt, weil sonst scheitere ich auch mit dem Antritt, so etwas zu machen, weil dann nur gesagt wird, schon im Rathaus, aber erst recht im weiteren Raum, wir haben schon so viele Partnerschaften, die nur sehr mäßig laufen. Und wie ist es dann noch mit einer neuen, doch nur, wenn es dafür eine massive, breite gesellschaftliche Bewegung gibt? Das sage ich jetzt einfach mal so deutlich, das ist natürlich keine grundsätzliche Ablehnung, weil ich den Gedanken natürlich vollständig nachvollziehen kann, aber ich muss den anderen Aspekt natürlich auch berücksichtigen. Vielleicht einfach mal so in dieser Ambivalenz, die natürlich sozusagen aus Bürgermeistersicht vielleicht eine größere Rolle spielt, als jetzt aus Ihrer Sicht. Vielleicht an dieser Stelle einfach mal zum Punkt Städtepartnerschaften, wenn das weiter eine Rolle spielt, können wir es ja nochmal weiter diskutieren heute Abend. Matthias, ich wollte aber auch eine ganz konkrete Frage stellen, die mich umtreibt. Also natürlich erstmal ganz herzlichen Dank für das herausragende Referat. Und ich hatte auch das Buch schon in großen Teilen vorher lesen können. Und eine Frage stelle ich mir, weil das ist ja bei Politik immer so, wenn man sie durchsetzen will, wer sind eigentlich die Unterstützer und wer sind die Gegner einer neuen Ostpolitik? Bei der alten Ostpolitik war das klar, wer die Gegner waren und wer die Unterstützer und auch gegen wen sie durchgesetzt werden musste hier im Land. Was sind denn hier die Kräfte aus deiner Sicht für eine neue Ostpolitik und wo sind auch die Gegner zu suchen? Sind möglicherweise im Lager der Gegner, das weiß ich gar nicht, auch potenzielle Koalitionspartner, mit denen wir nach einer möglicherweise erfolgreichen Wahl regieren würden. Wo würdest du die Grünen einordnen? Wie sieht es mit den sozusagen Kräften der Wirtschaft aus, BDI, BDA? Ich benenne es mal ganz konkret. Also ich will es jetzt nicht zu detailliert machen, sondern die konkrete Frage ist, wo siehst du die Unterstützer hier in der Gesellschaft und wo siehst du die Gegner und mit welchen Gründen, die einer neuen Ostpolitik kritisch gegenüberstehen, weil sie eine andere Strategie und eine andere Politik verfolgen? Da würde mich deine Einschätzung noch mal interessieren. Ja, ich glaube, das war so weitreichend. Ja, bitte. Versuche ich. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Städtepartnerschaften. Ich teile völlig, was der Bürgermeister gesagt hat. Wir nehmen das selber auch wahr. Am besten funktioniert es da, wo die Unterlegung von so einer Partnerschaft durch Schulpartnerschaften, Sportpartnerschaften, Kulturpartnerschaften, Vereine, dann läuft das wirklich richtig gut. Wenn sich am Ende nur noch Bürgermeister treffen, ist das auch nicht unwichtig, aber trägt dann nicht lange. Ne? Ich bin trotzdem sehr dafür und Ihnen sehr dankbar. Also Sie kriegen von uns jede nur mögliche Unterstützung, denn ich halte das für das Grundgerüst. Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, Hochschulpartnerschaften sind das Grundgerüst, wenn wir das, was Frank-Walter Steinmeier vor einer Weile in der lutherischen Kirche in Moskau gesagt hat, nicht eintreten sehen wollen. Er sagt, er nimmt wahr, dass unsere Völker längst im Prozess der Entfremdung sich befinden. Und dann komme ich auch gleich zu der Antwort, nämlich auf deine Frage, wo Unterstützer sind. Und er sagt, wir vor unserer Historie dürfen diese Entfremdung nicht zulassen und wir dürfen ihr nicht tatenlos zusehen. Und wenn man mal nochmal in die jüngere Geschichte schaut, was mit Frankreich gelungen ist, hat zum erheblichen Teil die Versöhnung auf Städtepartnerschaften gefußt. Nur muss man mal Realist bleiben, mit Frankreich haben wir 2500 Städtepartnerschaften, mit Russland ganze 100. Das Land ist viel, viel größer als Frankreich. Also da haben wir noch einen weiten, weiten Weg. Und dann komme ich zu dem, was Andreas, der Bürgermeister, gefragt hat. Ich glaube, das hat zwei Gründe, die Gegner und die Befürworter, oder zwei Ebenen. Ich fange mal bei denen an, die nicht so sehr zu begeistern sind, um es vorsichtig zu sagen. Ich nehme in den letzten Jahren wahr, dass wir leider auch daran kranken, dass es Russland gegenüber den Fragestellungen, die mit Russland zusammenhängen, ein erhebliches Desinteresse und Unkenntnis gibt. Ich war vor einer Weile mal in Straßburg in einer Fraktion. Was ich da für Fragen gekriegt habe, habe ich bei Europaabgeordneten nicht für denkbar gehalten. Also unterstellt, dass das viel, die Kenntnis viel tiefer ist. Ne? Hat was damit zu tun? Also ich frage mich ja dann auch, was ist da eigentlich passiert? Wenn man in den Bundestag reinguckt, sieht man ja, dass das Interesse am Außenausschuss, was
bis vor 30 Jahren war ja das die Krönung des Bundestagsabgeordneten-Daseins, wenn man im außenpolitischen Ausschuss war, hat rapide nachgelassen. Andere Ausschüsse wurden als viel wichtiger erachtet. Vielleicht ist die Ursache, dass man gedacht hat, 1990, Ende der Geschichte eben. Es findet nicht mehr so viel statt. Wir kommen alle in eins, die EU regelt das sowieso, brauchen wir gar nicht mehr machen. Wir hatten, wenn ich das mal so sagen darf, bis vor 15, 20, 25 Jahren viel mehr Sachkenntnis zu diesen Fragen, als wir sie heute haben. Hat auch sehr viel mit Sprachkenntnis. Wir haben, als Gernot Erler, der Letzte, der noch in Russland studiert hatte, aufgehört hat im Bundestag, habe ich mich mal umgeguckt, habe mir Lebensläufe angeschaut, etliche, weil wir gesagt haben, wir brauchen wieder ein paar Leute, die sich richtig mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben nicht in einer Vita, was, also bei den 30 bis 40 Jährigen, nicht in einer Vita was Russisches gefunden. Wir haben aber in jeder Vita, jahrelang Amerika, Frankreich, England, Neuseeland, Australien, alles war zu finden, überhaupt nichts. Dann haben wir 5 Abgeordnete, Lars Klingbeil war damals dabei, überredet, sage ich mal, kommt doch mal mit, bring euch in die Duma und überall hin. Für alle 5 war es der Jungfernflug nach Moskau. Damit sieht man, wie groß die Entfernung geworden ist. Und ich sage das, was ja eher ein, ja, so ein innenpolitischer Grund ist, aus so einer Entfernung wächst dann auch Aversion, weil man weiß es ja gar nicht genau und man kennt es auch nicht genau und man war auch selten dann da. Die Unterstützung, weil du fragst, wo ist Unterstützung? Ich ziehe immer wieder Unterstützung daraus, dass repräsentative Umfragen, die Körperstiftung hat vor einer Weile eine gemacht, da sagen jeweils zwischen 60% und 80% der Deutschen, sie wollen dringend bessere Beziehungen zu Russland haben. Also es gibt scheinbar ubiquitär verbreitet den Wunsch zu besseren Beziehungen. Und den muss man ja, wenn man Demokratie ernst nimmt, auch irgendwie mal aufnehmen und sagen, da ist was zu bearbeiten. Wenn man es nach Parteien unterteilen sollte, ist es in beiden großen Volksparteien, bei uns ist es in der Tiefe der Partei noch in Teilen verankert. Das hat auch sehr viel mit Willy Brandt und Egon Bahr zu tun. Wir waren ja mal die Ostpolitikpartei. Es gab überhaupt keine andere, die uns da das Wasser reichen konnte. Nicht mehr ganz so. Ich habe auch bei der CDU ein paar Leute, mit denen man relativ gut bei dem Thema nicht so viele, Herr Röttgen gehört nicht dazu, aber andere, mit denen wir da relativ gut zusammenarbeiten können. Unsere grünen Freunde sind sehr, sehr, ich habe mit vor einer Weile Gespräche gehabt mit ihnen, auch mit der Fraktionsvorsitzenden und ich würde sagen, die Entfernung ist riesig. Ich formuliere es sehr, sehr vorsichtig. Da ist so viel Grundvorbehalt da, dass da kaum ein Zugang möglich ist. Weil die Formel, die uns mal den Frieden gerettet hat, die bestand ja nur aus 3 Worten, die hieß Wandel durch Annäherung. Die beinhaltet, ihr gefällt uns nicht, aber wir machen das nicht zur Grundbedingung, sondern wir nähern uns an. Und so war ja Willy Brandts Strategie auch von Egon Bahr ausgearbeitet. Und dann hoffen wir Stück für Stück auf den Wandel nach der Annäherung. Heute ist es völlig umgedreht. Erst müsst ihr euch wandeln, dann nähern wir uns an. Das passiert natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, die Entfernung wächst. Und das meine ich somit, wir müssen irgendwie mal einen Schritt darüber hinaus machen. Das wird ganz schwierig. Ich habe auf jeden Fall, ich beschäftige mich eigentlich seit Jahrzehnten damit, aber in den letzten 10 Jahren sehr intensiv, ich habe zumindest gelernt, wer in dieser Phase warum und dass Sisyphus wahrscheinlich doch ein glücklicher Mensch war. Weil ich sage mir, bei dem Thema kommst du nur voran, wenn du die Kugel hochrollst, dann kommt sie wieder runter, dann rollst sie wieder hoch, dann ist sie wieder unten und du musst es eben wieder machen. Ich sage auch mal, mich treibt, deshalb macht mich das auch nicht wuschig und wirr. Ich habe 4 Kinder und mittlerweile 7 Enkel und ich sage immer, wenn die fragen mich dann auch, warum ich nicht mehr zu Hause bin, ich möchte, dass ihr mal genau das Glück habt, was ich hatte, 68 Jahre in Frieden zu leben. Das haben noch nicht viele Generationen in Europa gehabt. Sehen Sie dann auch zum Teil ein, zumindest die Großen. Und das treibt mich. Und deshalb sage ich, ich werde es so lange versuchen. Wenn es nicht klappt, kann ich sagen, ich habe es wenigstens versucht. Ich hoffe aber, dass in neuen Konstellationen vielleicht was möglich wird. Mal sehen. Ja. Ja, ich kam vorhin von einer jugendpolitischen Diskussion, da war die Frage, was ist die wichtigste Qualität, die man als Politiker haben muss? Und dann habe ich gesagt, Geduld und Ausdauer. Genau. Hast du gerade nochmal bestätigt.
Ich habe jetzt drei weitere Wortmeldungen. Als erstes Arno. Danke dir. Matthias, erstmal einen ganz herzlichen Dank für deinen einleitenden Vortrag. Ich denke, so fachkundig dir zuzuhören, so kritisch, aber auch gleichzeitig empathisch, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne an einem Punkt anknüpfen, den du gesagt hast. Du hast ja im Ausgang gesagt, Mensch, wenn wir nach vorne gucken, wenn wir sehen, dass diese Sanktionen völlig nach hinten gehen, dass wir immer mehr eigentlich ein Land wie Russland Richtung China treiben, im Grunde genommen uns blockieren, um damit den chinesischen großen Konzernen auch letztendlich in dem Bereich den Markt überlassen, das ist doch vollkommen idiotisch. Mhm. Ja? Es ist doch auch eigentlich klar, wenn man zurückbringt und hätte gesagt, Mensch, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre, nach 1990, und es wäre das eingetreten, was auch ein Putin vorgeschlagen hat. Der Hauptprofiteur im wirtschaftlichen Bereich wäre die bundesdeutsche Wirtschaft gewesen. Mhm. Mit Abstand. Ja, wenn man dieses sich die letzten 20 Jahre mal vorstellen würde, was sich da entwickelt hätte. Aber da, Matthias, da komme ich eigentlich an den Punkt mit Egon Bahr, jetzt wechseln wir mal den Tisch und setzen uns an den amerikanischen Tisch, die darauf gucken, was passiert denn da, wenn so eine Entwicklung kommt. Und dann sind wir ja an so etwas wie einem Herrn Friedman von Stratfor, der dann mal gesagt hat, Leute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir seit 100 Jahren ein Ziel, dass Westeuropa mit seiner Technologie und Russland mit seinen Rohstoffen, dass die nicht zusammenkommen. Mhm. Weil das ist eine potenzielle Infragestellung unserer Dominanz. Und da bin ich eigentlich bei dem Punkt, den du gar nicht angesprochen hast. Ja? Das klingt alles so, was könnten wir hier machen, auch Bovi hat gefragt, wo sind unsere Kräfte, aber wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Ja, wir sind gewissermaßen Alliierter des mächtigsten Staates dieser Welt. Ein Staates, das im Prinzip auch sagt, es in ihren eigenen Vorlagen drin hat, wir wollen die Nummer eins auf dieser Welt werden. Und dann frage ich mich, wenn man dieses betrachtet, oder wenn man auch guckt Richtung den Grünen und sieht, wie diese ganzen Thinktanks sich Richtung der Böll-Stiftung vorgegraben haben. Was heißt das? Welchen Spielraum haben wir da wirklich? Wenn wir selbst auch in unsere eigene Partei gucken, ist ja auch die Frage. Wir haben auch einen Außenminister, den hat die Ära Brandt nicht sonderlich angetürmt. Ja? Das sind ja auch Entwicklungen da drin, wo man in der Tat sich ja mal fragt, warum fällt es uns wirklich so schwer, Verbündete für eine Strategie zu finden, von der man eigentlich in wirtschaftlicher, außenpolitischer Sicht sagen müsste, ey, das ist doch ganz klar. Wir sind doch die Hauptprofiteure. Wir müssten es doch eigentlich sein. Warum gelingt uns das in unserem politischen System trotzdem nicht? Ja, und vielen Dank. Ich merke mir das. Ich gebe noch mal so eine ganz kurze Regieanweisung, weil ich vom Landesvorsitzenden vorhin eine bekommen habe. Also wir müssen hier so gegen 9:10 sehr hart durchziehen. Deswegen würde ich einfach, das trifft jetzt immer die, die danach kommen, darum bitten, dass sich alle vielleicht auch kurz fassen, damit Matthias auch noch ausreichend Gelegenheit hat, auch zu antworten. Jetzt hatte ich hinten eine Wortmeldung und dann hatte ich Benard Uldix. Bin ich jetzt dran? Ja, ach so. Renate, ja, ich konnte ja, Matthias, ich wollte dir auch herzlich danken, ganz deiner Meinung. Ich bin ja überzeugte Sozialdemokratin seit vielen Jahrzehnten. Ich kritisiere an meiner Partei, obgleich wir jetzt Wahlkampf haben, dass wir überhaupt keine Anstrengung machen, aus diesem ehernen Bündnis mit der NATO zu lockern und richtig in eine Richtung arbeiten, die wir schon mal vor einigen Jahrzehnten hatten, in ein gemeinsames Sicherheitsbündnis unter Einschluss der Nicht-Sowjetunion Russlands. So weit waren wir schon mal. Im Moment sehe ich da leider überhaupt keine Bestrebungen. Jetzt kommt die andere Seite. Aber wir wollen alle, die wir hier sitzen, gute Beziehungen zu Russland, bessere Beziehungen zu Russland. Aber Putin macht uns das auch verdammt schwer. Ich finde, dazu könntest du auch mal was sagen.
diese Unterdrückung der Dissidentenbewegung, oder ist das hier alles nur Propaganda vom Westen? Warum, dass wir uns hier so für, oder viele von uns, sich für diesen Nawalny einsetzen, ist das alles falsch oder ist das doch ein bisschen richtig, dass wir dafür uns einsetzen, dass er nicht inhaftiert wird für seine Meinung? Dazu hätte ich auch ganz gern was von dir. Wie gesagt, ich bin ganz deiner Meinung, aber dass Putin uns so viele Steine auch in den Weg wirft, das finde ich allerdings auch. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch Bena dran. Ich mache jetzt. Vieles ist richtig gesagt worden, vor allen Dingen auch gerade. Achso, vieles ist richtig gesagt worden oder richtig gefragt worden und ich mache das jetzt ganz kurz. Matthias, ich wollte dich fragen. Du sagst, es ist unendlich schwer geworden. Du sagst aber, ich habe das Buch auch gelesen. Ich empfehle es übrigens sehr. Ja, ich empfehle es sehr. Kauft euch das. Ist nicht so teuer. Du sagst an zwei Stellen in dem Buch, könnte die Seitenzahl sagen, aber heute wäre es etwas einfacher, den ersten Schritt oder kleine Schritte zu machen. Und Egon Bahr und Willy Brandt hatten es damals viel schwerer. Vielleicht sagst du dazu noch mal was. Und dann wollte ich noch sagen, ja, wir sind im Wahlkampf. Ich bin ja vorhin ganz groß gelobt worden von meinem Landesvorsitzenden. Dass diese Veranstaltung war, sage ich denen, die nicht dabei waren und das nicht wissen können, die hatten wir eigentlich geplant 2020 im Februar. Da war die Pandemie. Und ich war auch nicht der Alleinige, das war der Ortsverein Peterswerder Steintor, das will ich jetzt auch mal sagen. Arno Gottschalk hat mich damals mit unterstützt, das zu machen. Und dann haben wir auch noch eine große Veranstaltung gehabt per Zoom mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo 148 Leute daran teilgenommen haben. Und ich habe immer ganz genau beobachtet, gehen die jetzt irgendwie weg? Nein. Sie sind nicht weggegangen. 148 Teilnehmer bei einer Veranstaltung per Zoom mit Matthias Platzek. Und dafür wollte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei dir, dass du daran teilgenommen hast und gesagt hast, ja, ich sitze hier ja hoch in meinem Brandenburg und das ist auch ganz schön. Und jetzt bist du hier nach Bremen gekommen. Wir freuen uns sehr darüber. Danke. Vielen Dank. Vielleicht soll ich, ja. Fangen wir gleich von hinten an. Wenn ich sage, ein Stück einfacher, dann meine ich damit, wir haben damals zu konstatieren gehabt, ich habe es ja eben noch mal kurz beschrieben, etwas, was eigentlich als unüberwindlich galt, diesen letzten Versuch vielleicht, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, wo ja ganz viele Hoffnungen auch drauf gerichtet waren, den so brutal kaputt zu machen, diesen riesen ideologischen Gegensatz zwischen West und Ost, der ja nicht überwindbar war. Die Frage, dass, wenn wir heute sagen, der Putin verletzt Menschenrechte, ich komme dann gleich dazu, sehe ich auch so, aber Brezhnev konnte das Wort Menschenrechte wahrscheinlich nicht mal buchstabieren. Und trotzdem ist Willy Brandt zu ihm hingefahren. Damals gab es diese Arbeitslager, die Gulags. Es gab, also wenn wir heute in Russland noch rudimentäre Pressefreiheit haben, sowas gab es alles in der Sowjetunion überhaupt nicht. Das heißt, die Schwellen, die zu überwinden waren, waren eigentlich noch größer, als das heute der Fall ist, ne? Und das meine ich damit. Und heute gelingt uns gar nichts mehr. Damals haben sie sich ja was einfallen lassen, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, wir sind nur noch reaktiv. Wir haben keine Strategie zum Umgang mit den Russen, wo wir sagen, das müsste und das müsste, sondern uns ist in den letzten 7 Jahren nur eingefallen, eine Sanktion zu verschärfen oder eine Sanktion aufzuweiten oder sowas. Nichts anderes, ne? Was Putin angeht, bin ich völlig bei dir. Für mich ist auch, ich würde nie sagen, was Gerd Schröder gesagt hat, dass er irgendwie sowas wie ein Demokrat ist. Nein, ist er nicht, aus meiner Sicht auch nicht. Die russische Regierungsform nähert sich immer mehr einer autokratischen Regierungsform. Es gibt noch Ansätze von Rechtssystemen, keine Frage, ist viel besser, als es 1990 jemals gewesen ist. Aber jetzt gerade in den letzten 6 Monaten ist dermaßen eine Verschärfung in der Innenpolitik eingetreten. Das hat mindestens 2 Ursachen, mindestens 2. Zum einen ist ja natürlich, wird trotzdem gesehen, die Russen denken ja in der längeren Phase, 24 könnte es sein, dass Putins Zeit zu Ende ist. Er hat sich zwar so ein Verfassungsding noch holen lassen, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass er das zieht.
Und da, heute richten sich die Dipole schon neu aus. Und sie haben da, wir haben da in Russland zwei Lager, wir haben mehrere Lager, es ist kein monolithischer Block. Das eine könnte man sagen, sind die Sicherheitsdienste und das Innenministerium, die sich sehr bemerkbar machen, die auch wahrscheinlich im Moment die Übermacht haben. Das zweite sind Wirtschaftsministerien, ist das Außenministerium und andere, die viel offener denken und auch weiterdenken und sagen, mein Gott, das hilft uns nicht mehr viel, wenn wir nur noch Daumenschrauben anziehen. Das geht gesellschaftlich nicht gut und wirtschaftlich auch nicht. Aber kurz vor der Duma-Wahl, muss man konstatieren, haben die Sicherheitsdienste, die in Russland ubiquitär verbreitet sind, erstmal die Oberherrschaft. Und deshalb kommt es zu Verboten, die kaum erklärbar sind. Es kommt zu Nicht-Visa-Erteilungen, die auch kaum erklärbar sind, weil die die Zügel in der Hand haben. Das ist einfach so. Das ist überhaupt kein bisschen schön. Aber ich sage, wenn wir uns davon irre machen lassen, dann kommen wir wieder in eine Eiszeit. Und die halte ich für noch schlimmer, als den Versuch zu machen. Ich bin deshalb auch, ich bin auch im Vorstand vom Petersburger Dialog. Der Petersburger Dialog hat mit großer Mehrheit beschlossen, ich war nicht der Meinung, alle Kontakte zu Russland jetzt auf Eis zu legen, weil Organisationen wie die von Ralf Füchs und Marie-Louise Beck in Russland unter Nichtarbeitsmöglichkeit gestellt wurden. Wir haben unsere Städtepartnerkonferenz trotzdem gemacht, als deutsch-russisches Forum. Wir sind eine andere Organisation, weil ich gesagt habe, gar nicht mehr miteinander reden, verbessert überhaupt nichts. Hilft kein, geht gar nichts weiter, wird nur noch schlimmer, was dann passiert. Und deshalb versuchen wir es. Außerdem, die im zivilgesellschaftlichen Bereich, wie bei den Städtepartnerkonferenzen, die haben es überhaupt nicht verdient, dass man sie wegen übergeordneter politischer Punkte jetzt auch noch auf Eis legt und nicht mehr mit ihnen redet. Und was du gefragt hattest mit, es war ja, in Amerika gibt es ja ganze Lehrbücher zu dem Thema. Zbigniew Brzezinski hat ja auch eins 1997 geschrieben, der ja viele US-Präsidenten beraten hat. Und der hat genau dasselbe nochmal. Seit 1920 wird das in Amerika bearbeitet. Was ganz klar ist, übrigens, Amerikaner sind in der Formulierung ihrer Interessen und in der Durchsetzung ihrer Interessen viel robuster, als wir das sind. Also sowohl mental als auch militärisch. Mir hat mal ein amerikanischer General 2015 in so einem Think Tank in Washington gesagt, na, was denkst du denn, so ungefähr naiv wie ihr seid, wozu wir die Flotte von Flugzeugträgern haben, die weltgrößte? Nicht um New York zu verteidigen, aber unsere Interessen weltweit müssen wir verteidigen. Und das wird ja da auch ganz klar gesagt, da wird gar nicht drum herum geredet. Und deshalb ist es eine Angst. Ich habe ja vorhin auch davon erzählt, dass in amerikanischen Denkschulen diese Filetierung Russlands immer wieder, und man dachte, mit den Sanktionen kommt man da einen Schritt weiter, gesehen wird. Wenn ich trotzdem Hoffnung habe, dann kommt die aus einer ganz, also eine schräge Ecke und eine besichtigungsfähige Ecke. Die schräge Ecke ist, ich merke bei Joe Bidens Administration sehr, sehr deutlich, dass Russland ein Stück aus dem Fokus kommt, weil China immer mehr Raum einnimmt. Und Joe Biden orientiert sich praktisch immer mehr darauf, diesen Kampf mit China zu gewinnen. Und in seinen Reden kann man das ablesen. Das könnte Chancen eröffnen, wenn Russland nicht mehr der Hauptgegner ist. Die andere Ecke ist das, was ich vorhin gesagt habe, was Jean-Claude Juncker uns aufgegeben hat. Lernt endlich, wenn ihr was eine Rolle in der Welt spielen wollt, eure eigenen Interessen deutlicher zu finden und zu artikulieren. Das hat er ja in einer seiner letzten Reden gesagt. Und ich glaube, wir haben schon mal auch hier eine Folie. In den 70er Jahren ist ja das große Erdgasröhrengeschäft gemacht worden. Die USA waren damals vehement dagegen. Kluge Politik, Willy Brandt und später auch Helmut Schmidt, haben es geschafft, das so auszutarieren. Egon Bahr war ja extra drüben in Washington und alles sowas. So klug auszutarieren, dass man die Bedenken der Amerikaner, unserer Verbündeten, aufgenommen hat, aber die eigenen Interessen trotzdem auch formuliert und durchgesetzt hat. Das Geschäft hat ja stattgefunden, ne? Und das meine ich vorhin, dass ich mir wünschen würde, dass wir wieder strategischer werden, dass wir wieder Außenpolitik machen, die irgendwie den Blick mal auf 15 Jahre vorausrichtet, wo wollen wir eigentlich hin? Und danach die Schritte dann auch definiert. Und da muss man manchmal auch, Gerd Schröder hat das ja gemacht und hat es überlebt, einen kontrollierten Konflikt mit den USA suchen. Er hat ja damals gesagt, ich gehe nicht mit in den Irak rein, du kannst hoch und niederspringen. Und das ist ja, natürlich ist Bush ja ganz verrückt geworden, aber wir haben es überlebt, sage ich mal. Und da muss man vielleicht sich an manchen Stellen sagen, nee, bis hierhin ja, weil uns die Werte schon sehr, uns einen die Werte, aber wir haben auch Interessen, die andere sind. Und die müssen wir auch mal formulieren und durchsetzen. Ne?
Und da hoffe ich einfach drauf, dass wir da ein bisschen selbstbewusster werden. Mal sehen, Macron hat es ja begonnen. Hat dann wieder einen kleinen Rückzieher gemacht, aber immerhin hat er den Stein ins Wasser geworfen. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, das war schon eigentlich fast ein perfektes Schlussstatement, vor allem mit dem Hinweis darauf, dass man Außenpolitik vielleicht nicht immer nur in kurzen Zyklen, sondern wirklich auch mit der langen Linie denken sollte. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, dann nehmen wir das auch als Schlussstatement. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Matthias Platzek. Ich glaube, wir haben alle sehr viel dazugelernt, nicht nur Russland zu verstehen, sondern vielleicht auch insgesamt Außenpolitik noch einmal besser zu verstehen und auch weiterzudenken. Das sollte ja immer der Anspruch auch sein. Und ganz herzlichen Dank ans Publikum für die vielen klugen, kenntnisreichen Fragen. Nochmal an Wienert Uldix und den Ortsverein Peterswerder Steintor, natürlich an die Landesorganisation. So, und ja, jetzt wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend, bei dem man vielleicht auch die eine oder andere Diskussion nochmal fortsetzen kann. Vielen Dank. Danke.